So Leute, moin, los geht's im Trail, Sandy Bay, Friday, hey, alles okay, let's go. Mann, Mann, Mann. Als ob die das mit Absicht machen würden. Oh, da liegt aber noch einiges an Gras. Es wäre ja eine Verschwendung, wenn wir das nicht auch noch benutzen. Ja. Gut, dann werde ich das auch noch hier abgrasen. Ja, das Gute ist ja, dass ich hier in dem Ladewagen direkt das Gras bei den Kühen abkippen kann. Das ist sehr gut.
Oh, da ist der Vogel voll in den Traktor geflogen. Rest in peace, Vogel. So, nächste Ladung Gras für meine geliebten Kühe. Da werden die sich aber freuen. Das kann ich euch sagen. Okay, jetzt habe ich keinen Gras-Trigger erwischt. Was ist da los? Ah, jetzt habe ich ihn. Schön. Ich dachte schon. Dann würde ich sagen, ja, die nächste Ladung Gras wartet schon. Übrigens, Leute, für alle, die es interessiert, dieses Wochenende gratis auf Steam Fallout 76, wenn ich das richtig gesehen habe. Könnt ihr mal ausprobieren. Fallout 76 wurde sich ja auch gewünscht, dass ich das öfter spiele, nachdem ich dem letzten einfach mal eine Folge reingetroppt habe. Ja, hat mir stellenweise gut gefallen, stellenweise, naja, war ich mir noch nicht so sicher, aber an und für sich als Fallout-Fan habe ich natürlich schon Bock drauf, das zu spielen. Und ja, keine Ahnung. Ich würde ja fast sagen, wenn hier irgendeiner das am Wochenende testet und Lust hat zu spielen, können wir das eine Runde spielen. Aber wahrscheinlich dann eher Sonntag, weil Samstag, wenn alles klappt, habe ich megamäßig volles Programm. Aber dazu verrate ich später eventuell mehr. Falls jetzt überhaupt einer zuschaut, den das interessiert. So langsam haben wir es eigentlich hier geschafft. Ja, da wird noch mal kurz vor knapp eine Ladung fertig. Was will man mehr? Läuft gut.
Da ist auch noch ein bisschen was. Man muss jetzt nicht jeden Stein zweimal umdrehen und das letzte da rausgrasen. So einmal aus, einmal Pickup hoch, so fertig. So einfach ist das. Habe ich euch schon mal gesagt, wie gut Kaffee einfach sein kann, vor allem am Morgen. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Hoch die Tassen, meine Freunde. Das ist Genuss pur. Okay, wie viel Gras haben wir jetzt klar gemacht? Ja, eine dezente Ladung. Da geht was, da geht was. Ah, warum nicht mal eine Runde speichern? Nicht wahr? Wenn man schon dabei ist und so, kann man das ja auch machen. Gut, dann packen wir mal den Ladewagen weg und wollen endlich mal das Feld bestellen. Tja, ich glaube, wir werden da auch Weizen drauf machen. Das ist eigentlich im Moment irgendwie schon nicht ganz unsinnvoll, will ich mal behaupten. Übrigens, in ETS 2 wurde der neue DAF released, sehr schön. Und es gibt neue Teaserbilder vom Landwirtschaftssimulator 22, auch sehr schön. Eine neue offizielle Giants USA Map, tja, da werden wir natürlich anknüpfen. Wir werden dann hier im 19er natürlich Ravenport weitermachen und irgendwann auch nochmal Goldcrest Valley anfangen und dann rübergehen nach LS 22 eines Tages und dort auch die American Way of Life Map, ja, genießen. Freu, freu, freu. So schön. So toll. Oh, wen haben wir denn da? Ach, hey, Crazy, grüß dich. Ich hab den gar nicht an, aber warte kurz. Nicht, dass ich wüsste. Also Slow Mode. Du meinst jetzt im Chat, ja, aber warte mal, soweit ich weiß, habe ich hier gar nichts an. Und normalerweise, weißt du zufällig, wie man den ausmacht? Ich schau mal. Slow-Modus, ach, da steht was. Benutzer können innerhalb von 3 Sekunden nur eine Nachricht schreiben. Aha, ich wusste gar nicht, dass der an ist. Beziehungsweise, verdammt, wie kriege ich den aus? Warte, 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 ich hab's gleich. Irgendwo hier müsste es stehen. Slow-Modus 3 Sekunden, ja, aus, langsamer Modus ausschalten. Ah, so, jetzt müsste es gehen. So, schau mal bitte. Ich wusste überhaupt nicht, dass der an ist. Ist der von Haus aus an oder muss man den erst anschalten? Ich glaube, das war dann die weltbeste Moderatorin im Universum, die den vielleicht irgendwann mal angeschaltet hat. Die den irgendwann mal angeschalten hat, als hier viel gechattet wurde. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist der auch von Haus aus an. Auf jeden Fall danke für die Info. Jetzt weiß ich auch, warum du gestern vom Slow-Modus gesprochen hast. Ich dachte mir, hä?
Wieso Slow-Modus? Es ist doch kaum einer hier, der chattet. Aber jetzt habe ich es verstanden. Also. Okay, dann wurde der wahrscheinlich mit besten Absichten eines fernen Tages am letzten Wochenende, wahrscheinlich als hier mehr gechattet wurde, wie es meistens der Fall ist, angeschalten und vergessen wieder auszuschalten. Ja, auf jeden Fall danke für die Info. So, Snap, Klick, Slow-Modus aus. Dann grüß dich mal Crazy zum zweiten oder Danny, je nachdem, wie du genannt werden möchtest. Wie geht's dir? Hast du gestern noch einen schönen Abend gehabt? Hast du gestern noch ordentlich gezockt? Und ja, wie sieht's heute aus? Ich war gestern wieder in der Overtime und bin unplanmäßig später nach Hause gekommen. Abgesehen davon komme ich eh viel zu spät nach Hause momentan. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, ob ich dir nachts, bevor ich schlafen gehe, noch eine Nachricht schicke und frage, ob du heute SnowRunner in deinem Safe Game spielen möchtest, dass ich da ein bisschen mit meinem Fuhrpark vorbeikomme. Aber ich wollte dich dann auch nicht nerven und habe mir gedacht, ja, du hast ja vielleicht andere Pläne, deswegen habe ich jetzt mal nicht gefragt. Aber wenn du möchtest, können wir das am Wochenende machen. Naja, theoretisch könnten. Ja, ich wollte gerade sagen, theoretisch könnte man es auch. So mal kurz gucken. Okay. Ja, könnte man es auch heute Morgen noch machen, aber dann könnte ich kaum Sandy Bay spielen und wir könnten nicht lang SnowRunner spielen, aber ja, theoretisch wird das auch noch gehen. Du hast kein Safe Game. Naja, ich meine, du hast doch, also du brauchst zumindest mal ein Safe Game und eine Werkstatt, sonst kann ich bei dir nicht reinjoinen. Hast du doch, glaube ich, auch gestern gesagt, dass du noch bis zur Werkstatt spielen musst. Also du musst mindestens bis zu deiner Werkstatt spielen, das ist aber wirklich nicht schwer, da ist das Game sehr nett. Das hat dir am Anfang so ein, zwei kleine Aufgaben gestellt, die machen richtig Spaß, weil die sind wirklich nicht schwer. Und sobald du deine Werkstatt hast, kann ich bei dir reinschauen. Ah, okay. Ja, dann müsstest du natürlich nochmal ein neues Safe Game erstellen und bis zur ersten Werkstatt spielen. Also schätzungsweise dauert das 25 Minuten. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich bei dir reinschauen. So, jetzt machen wir hier mal schön Flug-Action. Denn wir wollen ja hier auch ein Weizenfeld erstellen. Im Discord. Ja, ich kann dann gerne zuschauen, nur ich bin ja gerade am Stream, da wird es schwierig. Also, ansonsten sehr gerne. Falls du heute Abend oder heute Nacht noch da bist, können wir das auch machen, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Ich werde dann natürlich nicht mehr groß streamen, aber ich könnte noch mal reinschauen. Ansonsten lass mal gerade überlegen. Also vielleicht morgen. Aber auf jeden Fall könnten wir das am Sonntag machen. Und wenn du möchtest, könntest du auch am Sonntag bei mir im Landwirtschaftssimulator mitspielen. Da würde ich dir dann noch den Link für die Mods geben. Und keine Sorge, es sind nicht 400 Mods wie bei dir. Oder warst du das mit den vielen Mods? Ich glaube schon. Es sind nur eine Handvoll. Ich glaube knapp 10 Gigabyte. Und alle schön auf Google Drive zum Downloaden. Aber. Also wir können ja gerne mal einen Plan machen. Ah genau, heute Nacht bist du besoffen, richtig. Ach so, stimmt, du bist ja am Wochenende saufen. Dann wirst du wahrscheinlich morgen auch eher saufen und weniger zocken, habe ich recht? Ah okay, da außen geht nichts gut hier. Hier ist das Feld. Okay, man muss sich ja erstmal rantasten. Und ja, ich weiß, ich könnte auch diesen Modus einschalten, dass man hier das Feld vergrößert, aber wir wollen es erstmal ein bisschen Standard lassen. Hey, du streamst.
Du streamst und säufst. Ja, ich würde sagen, das ist eine interessante Mischung. Mit Sicherheit. Ja, und sonst, wie geht's dir, Danny? Oh ja, da sagst du was. Viel zu warm, wenn du mich fragst. Also das brauche ich nicht. Man merkt schon so ein bisschen dieses Summer-Feeling, das ist auch cool. Aber oh, das reicht auch schon. Viel mehr brauche ich nicht als so ein leichtes Summer-Feeling. Also wie gesagt, wenn du möchtest, könntest du ja dann jetzt oder halt heute Mittag, je nachdem, schon mal in SnowRunner ein neues Safe Game anlegen und die erste Werkstatt eröffnen. Und dann könnten wir am Wochenende, wenn du halt nicht gerade besoffen bist und irgendwas anderes machst und ich dann auch Zeit habe, eine kleine Runde SnowRunner zocken bei dir. Dann lernen wir uns auch noch mal ein bisschen besser kennen und so. Und wegen Sonntag Multiplayer Farming Simulator schreibe ich dir dann noch mal in Discord eine detaillierte Nachricht. Also auch nur, wenn du Zeit und Lust hast, aber da schreibe ich dir dann Servername, Passwort und die Mods rein und die Zeiten, von wann wir spielen. Ich würde auch liebend gern morgen, also am Samstag, mit dir eine chillige Runde SnowRunner spielen. Normal habe ich samstags am meisten Zeit für sowas Individuelles, aber wenn alles klappt, habe ich morgen, aber das weiß ich noch nicht, da warte ich noch auf die Antwort von zwei Personen. Wenn alles klappt, habe ich morgen einen Mega-Stream vor mir, ein Mega-Event. Da bin ich aber noch nicht safe. Oh, jetzt sage ich schon safe, da bin ich aber noch nicht sicher. Deswegen, also sollte das aus irgendwelchen Klappen mit den besagten Personen nicht klappen, weil die irgendwie Real Life haben oder so, dann habe ich morgen auf jeden Fall Zeit. Morgen früh werde ich dann wie jeden Samstag und auch wie jeden Sonntagmorgen Farming Simulator auf Ravenport streamen. 2 bis 3 Stündchen. Dann gibt es Mittagspause und dann gibt es individuelle Streams bis in den Abend rein. Also wenn das morgen, wenn ich da nicht verplant bin, ach so, du bist morgens saufen. Ja, aber ich sag's trotzdem mal, dann weißt du Bescheid auch für die Zukunft. Da schreibe ich dann immer die Leute an, hey, Bock, das und das und das und das zu spielen. Und da würde ich dann auch ohne Probleme mit dir 1, 2 Stündchen hier SnowRunner zocken können und dich in einem Safe Game supporten und ein bisschen Koop mit dir Spaß haben. Du sitzt im Sprachkanal, ja, okay, nice. Aber warte mal, dann komme ich mal rein. Ich hoffe, dass ich dich laut genug höre. Bei Discord habe ich oft das Problem, dass es zu leise ist. Hi. Tag. Oh, Tag, bis jetzt geht's. Na, alles klar bei dir? Ja. Sehr schön. Ich dachte mir, sprechen ist einfacher. Ja, das ist es in der Tat, aber nicht jeder Zuschauer möchte auch sprechen, aber es ist ja schön, dass du da so offen bist. Und Ja, ja dauernd. ich verstehe dich auch gut. Du erinnerst mich direkt ein bisschen an den Dark Typhoon. Das ist, wie es der Zufall so will, auch ein Zuschauer, mit dem ich öfter mal SnowRunner spiele. Der hat mir auch schon sehr, sehr viel in SnowRunner geholfen. Das ist ein sehr erfahrener Spieler. Den wirst du bestimmt früher oder später auch bei mir auf dem Kanal sehen. Ja, und was liegt heute so bei dir an? Ich starte jetzt die NF March hier. Mach da noch ein bisschen weiter. Später dann ETS. Ja, coole Sache. Da spielst du Tracker MP, wenn ich dich da gestern richtig verstanden habe, oder?
wenn ich wüsste, wie das andere funktioniert? Das ist jetzt in der Open Beta. Du musst jetzt nur. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ja. Das Team hat geupdatet, ja. Und wenn du da dein Spiel startest, steht da nicht unten in dem Menü jetzt irgendwas vom Konvoi drin? Moment, wo muss ich da gucken? Im Steam oder wo? Nee, du startest ETS 2 und im dann. Modus. Ja, ganz normal. Und dann wählst du da auf diesem Startbildschirm dein Profil aus, auch ganz normal. Und dann lädst du dein Profil, wie immer halt, und dann bist du ja an diesem Startbildschirm, wo du im Hintergrund deine Garage hast und deinen LKW. Und dann unten da, wo man Aufträge und alles auswählen kann, da müsste ein neuer Punkt sein, da steht dann Konvoi. Okay, gucke ich sofort nach. So, ja. LS ist wieder ausgemacht. Ja, du hast ja Zeit. Macht ja, weil das, dieser Modus ist halt deutlich zuschauerfreundlich. Jetzt sind so viele, die ja auch ETS fahren, aber schon viele im Single-Modus fahren und auch gerne mal mit vielleicht mit Streamern einfach fahren wollen. Ja, ja, also ich habe. Und es setzt immer Multi voraus oder halt. Aber wie ist denn das mit der Pro-Mod? Oh, also Mods gehen da noch nicht. Mods werden noch gar nicht unterstützt. Pro-Mod. Auch nicht, auch nicht. Gar keine Mods. Also du musst. Ich schalte jetzt aus, hoffentlich. Ja, also ich habe ein Profil, da habe ich gar keine Mods, da musste ich nichts ausschalten. Kann sein, dass du es manuell ausschalten musst. Ich weiß es nicht. Also ja, ich weil nämlich Pro-Mod, die kann man nicht im Mod-Man. Doch, im Single-Modus kann man. Doch, kann man. Stimmt, kann man wohl. Kann man alles ausschalten? Nee, bei mir liegt der automatisch. Ah, ja, ich habe. Ja, du hast wahrscheinlich diesen Launcher von Tracker MP genommen. Nee. Ich habe einfach auf Profil fortsetzen gemacht, aber man muss ja in dem Launcher erstmal oben in den Mod-Manager. Genau, ja. Ja, na gut, jetzt muss ich warten. Ja, du kannst ja auch einfach. Ich habe den neuen DAF geholt. Ja, bist du ihn schon gefahren? Ja, nur auf dem Parkplatz. Und wie gefällt er dir? Also, mir gefällt der optisch Bombe. Ja. Man kann auch nicht viel machen, obwohl ich ja das DAF-Paket habe eigentlich, ne? Kann man. Da wird noch ein Update kommen, weil ich kann den Kühlergrill nicht ändern, ich kann unten keine Stoßstangen dran machen, gar nichts. Ja, da kommt das mit Sicherheit. Das ist absolut noch ein Rohbau, ne? Oben Sonnenblende geht nichts und ja. Aber trotzdem, ich finde ihn jetzt schon mega toll. Ja, es sieht halt sehr modern aus wie der neue MAN. Ja. Der ist aber noch nicht drin gewesen. Nein, der hatten wir ja gestern das Thema. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, aber der kommt auch irgendwann, da bin ich mir sicher. Ja, ich denke mal, das Problem ist nicht der MAN an sich, das Modell, sondern die Lizenz. Ja, klar, natürlich. Mal wieder, ne? Das ist immer das Ding. Lizenz, ne? Genau, das ist halt immer das Problem. Aber die Hersteller sind, glaube ich, mittlerweile echt happy, dass es den Euro Truck Simulator gibt. Ich glaube, den belächelt keiner mehr, weil das ist schon ein super Promo-Tool. Also jeder kennt den Euro Truck Simulator in der Logistikbranche. Von daher denke ich mal, das wird nicht so schwer mit den Lizenzen. Die sind ja auch gut. Es ist ja auch Werbung für die Hersteller. Also ich denke, die werden da recht offen sein. Und vor allem auch deutlich weiter als Europa, wenn man mal bedenkt, die ganzen China-Expresse, die da rumfahren. Das ja. Ist ja nicht mehr Europa, ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, man kennt ihn auch außerhalb von Europa, klar. Vor allem, wenn ja jetzt Russland dazu kommt. Russland ist ja generell nicht alles EU, aber muss man mal gucken, wie groß die Map wirklich wird. Ja, also wenn sie das schon das Herz von Russland nennen, denke ich mal, das wird schon groß. Ah. So, hast du das mit dem Konvoi? Nee, ich starte. Ach so, okay. Aber ich habe mit den Werdegang. Das ist nur blöd, weil ich spiele ganz ungern, nämlich ohne Pro-Mod jetzt, ne? Ich habe auch immer so Phasen. Im Moment bin ich da wieder ganz neutral eingestellt. Also im Moment sage ich mir wieder, ich brauche keine Mods. Aber wenn du dann halt durch so manche alten Gebiete fährst, das sieht halt einfach nicht schön aus und ich finde es ja gut, dass die diese alten Gebiete auch immer mal mit Updates reworken, wie sie es nennen, aber es ist halt, sie kommen halt nicht hinterher, es dauert immer viel zu lange
Und dann ist es bei was meinst weitem du mit nicht. alten Gebieten? Was meinst du mit alten? Naja, also die Nicht-DLC-Maps meine ich. Ja, jetzt zum Beispiel haben sie ja jetzt ja in der neuen Promo Island wunderschön überarbeitet, wie ich finde. Ja. Das richtig mit Schneesturm und im Schnee versinken Okay, das habe ich und noch gar nicht gesehen. starken Steine und Steine unterm Schnee, wo du hängen bleibst, wenn du Pech hast, und dann steckst du im Schnee bis zum Dach. Echt bis Mega toll zum gemacht. Dach? Bis zum Dach, ja. Krass. Okay. Wir sind das vorgestern, oder nee, wann war? Wann? Was haben wir heute für einen Tag? Heute noch weiter. Irgendwann vor ein paar Tagen, da bin ich aber nüchtern auch gefahren. Das war mega toll. Man fährt oben von Istern einfach quer runter links. Und da ist eine Straße. Und die hat es extrem in sich. Einspurig, mit Schneeverwehungen und also mega schön gemacht, finde ich. Ja, jetzt kriege ich wieder Lust auf Pro-Mods. Und wenn du da kein Allrad hast, Zugwagen, bist du ganz schnell in der Fritte. Wir sind leer gefahren, aber. Mit Ladung wäre es wahrscheinlich, wären wir so jämmerlich verreckt da, glaube ich. Ja. Ja, gut. Schön auf jeden Fall. Ja, ich würde dir auf jeden Fall noch empfehlen, weil wenn das nächste große Update kommt, kannst du die Promo erstmal wieder nicht knicken. Ja? Wenn die 41 kommt, dann dauert es wieder eine Ewigkeit, bis die Promo hinterher ist. Ja, ich denke mal 2 bis 3 Wochen, oder? Schätze ich mal. Die 41? Ja. Meinst du so schnell? Also Glaube beim ich nicht. letzten Update war ich überrascht, wie schnell es ging. Da habe ich so von 1 bis 2 Monaten gerechnet, aber das hat nicht mal einen Monat gedauert. Aber normal dauert das schon lange. Ich hatte auch schon so Phasen, da habe ich das Game nicht geupdatet, weil ich nicht ohne Promods fahren wollte. Aber im Moment bin ich halt wieder voll im Vanilla-Game drin, ohne Mods. Ja, mal schauen, wie lange das noch anhält. Ja gut, die Promo muss ich auf jeden Fall was einfallen lassen und der Multiplayer auch, denn wenn die Leute jetzt mit dem Konvoi da wegfallen, und das werden einige sein, wird es auf den Servern ruhig werden. Ja, also ich dachte auch, das wird Konkurrenz, aber nachdem ich jetzt mal diesen offiziellen Konvoi-Modus benutzt habe, mache ich mir da keine Sorgen, weil es ist halt, du hast halt deinen eigenen Server, wie wenn du halt im Farming Simulator oder SnowRunner dein Spiel aufmachst. Da sind dann halt vielleicht 4 bis 8 Leute drin und das war's. Und das einzig, also das Gute ist halt, du hast AI-Traffic, aber dieses große Open World, MMO-Feeling, das du so beim Trucker Impair hast, das hast du da halt nicht. Du fährst halt Wieso? nicht, ja, weil du halt Ach nur mit, so. du fährst halt nur mit den Leuten, die auf deinem Server Ja. sind. Und ich glaube, da gibt es halt welche, die finden das eine besser und es gibt welche, die finden das andere besser. Also da musst du dir keine Sorgen machen, falls du auch noch gerne im Trucker MP fährst. Ich denke, das wird auch überleben, das wird koexistieren, denke ich. Das eine ist dann wirklich so speziell für dedizierte Aufgaben, also das von SCS und Trucker MP, das bleibt dann halt so Open World mäßig für alle, die halt irgendwie einfach mal fahren wollen und ab und zu mal ein menschliches Wesen auf der Straße begrüßen möchten. Ja, probier's einfach mal aus. Ich Wird finde das auf. für Aufträge gucken? Hier ist Nee, nicht. nee, unten im Menü, also bei Konvoi einfach. Da müsste so ein Punkt sein mit Konvoi. Nee, ist bei mir nicht. Ist nicht. Okay, Nee. dann ist das vielleicht nach wie vor nur in der Experimental Beta drin. Warte mal, ich suche mal gerade das YouTube-Video von mir, ob man es da sieht. Ja, zum Auftrag, Weltkarte, Radio, E-Mail, Foto. Fahrzeugbrowser speichern, Option, Profil und beenden. Jetzt habe ich. Alles wie gewohnt hier. Okay, ja, dann ist es vielleicht noch nicht drin. Also der. Ich glaube, der Ferrari-Boy sagte, das ist drin, aber vielleicht habe ich falsch verstanden. So, warte mal. Ich schicke dir mal mein YouTube-Video, wo ich am letzten Wochenende mit 3 Leuten gefahren bin. Schickt dann Helfer los in der Zeit. Kann ich denn hier in den Channel posten? Ich schicke dir direkt eine Nachricht. Und da musst du auf Minute 9 und 2 Sekunden spulen. Da bin ich gerade im Menü drin. Und da siehst du unten Auftragsangebot wie immer,
Weltkarte und dann das dritte von links, Konvois. Wenn du dieses Icon nicht hast, dann ist es bei dir noch nicht drin aus irgendwelchen Gründen. Welche Minute? Neun Minuten und 2 Sekunden. Oh, mein Glas ist gleich leer. Das ist nicht gut. Minute 9, hast du gesagt? Ja, Minute 9 und 2 Sekunden. Und dann direkt Pause machen. Da bin ich im Menü. Das dritte von links und ein Konvoi. Du hast sogar 2 Button mehr drin. Ja, ich wollte jetzt nur den einen dir zeigen, dann weißt du definitiv, was ich meine, und dann kannst du auch gucken, ob du es hast oder nicht. Ja, die Schnellreise gehört dazu. Ja, das ist auch ein cooles Feature, das finde ich sehr gut. Du kannst jetzt einfach irgendwo hinreisen. Das ist echt gut, weil wenn ich immer nach dem Update wieder in Frankfurt starte, aber ich will eigentlich in Finnland oder so eine Tour fahren, dann kann ich da jetzt schnell eine Reise hinmachen. Das ist echt gut, weil wer hat schon Bock, dann irgendwie 2 Stunden da nach Finnland zu fahren, mal so übertrieben gesagt, nur um dann da zu fahren. Ja, ist doch dieses Public Beta 1 hier, ne? Sollte das doch sein, ne? Ja, wenn ich gestern den Ferrari-Bericht verstanden habe, ja, also ist auf jeden Fall die neue. Ach so, warte mal. Nee, Quatsch, den. Ach nee, warte mal, die gibt's noch gar nicht für ein ETS. Das ist die ATS, die der sagt. Ich guck noch mal im Channel nach bei mir. Ja, aber ich habe trotzdem, die Public Beta steht bei mir auch bei Eurotruck dahinter jetzt. Der hat eine halbe Stunde später nach ATS hat er das bei ETS 141, ja. Du brauchst den Keycode wahrscheinlich für, ne? Für. Warte, den kann ich dir schicken. Ich suche mal kurz. Also den Beta-Code oder sowas sagt der. Ja, ja, genau. Immer sagte das, ne? Ja, warte ganz kurz. Wo habe ich den denn? Wo sind denn jetzt die Leute hier, wenn ich sie suche? Moment. Beta-Zugangscode, ja, dafür musst du haben. Dann wird die. Achso, bei ATS ist es sogar 141 und bei ETS ist es nur 140. Ah, daran liegt's. Nee, dann brauchst du nicht den Beta-Code. Das meinte ich, du hast noch keiner. In ATS kannst du es jetzt machen. Dann probier ich ATS jetzt auch. Ja, genau, probier das mal. Aber ich setz mein ETS. Weil in ATS müsste jetzt gehen und wahrscheinlich und folgt die 140 dann. 140 ist 140. Genau, 141. Ja, ETS erstmal, bei ETS mach ich's erstmal aus. Ja. Ich schreibe nämlich häufig, ich habe ein AFK-Board und das ist ja da immer mit Betas und rum und machen und tun. Das ist ein riesen Rattenschwanz jedes Mal, wenn ja, ich benutze. ATS ist mir nicht so schlimm, da ist nicht so viel dran, ne? Aber. Ja, ich benutze nur mal Betas, ich warte dann auf das Full Release, nur jetzt wegen dem neuen Modus. Und weil ich eingeladen wurde, habe ich mal diese Experimental Beta getestet. Und hat alles ohne Probleme bei mir funktioniert. Also ich denke mal bald, da kommt jetzt bald die Open Beta 1.41 und kurz danach wird es dann released, denke ich. Und 1.41 kannst du das wieder Promo und alles vergessen. Ja. Multi auch. Ja. Das stimmt. Also alle Mods raus, ja, meinst du das? Genau, aber du kannst auch einfach mal mit Mods jetzt das Game starten. Das mit dem Konvoi müsste dann trotzdem drin sein. Nur wenn du jetzt einen Server hostest, gibt es wahrscheinlich Probleme. Aber das Konvoi-Symbol müsste trotzdem da sein, auch wenn du Mods an hast, schätze ich mal. Weil ich hatte am Samstag auch einen, der hat 2-3 Mal gejoint und ist dann immer rausgeflogen und der hatte auch noch Mods an. Also glaube ich, das Game macht die Mods nicht automatisch aus. Also müsste das eigentlich auch gehen, wenn du jetzt einfach mal mit Mods die 1.41 in ATS startest und dann siehst du, ob da das Icon drin ist oder halt nicht. Die Icons sind drin. Allerdings ist Konvoi noch grau. Okay, das wiederum
Es liegt jetzt vielleicht an den Mods, ich weiß es nicht. Oder sie haben es irgendwie ausgemacht. Ach, da kann ich jetzt auch nur mutmaßen, aber es könnte tatsächlich an den Mods liegen. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Ja, Ich aber guck ist mal, ja ich habe mir jetzt schön. neue Reifendeals mal angucken. Genau. Also jetzt ist Ob ja ich mir schon mal sowas das hole. Icon da. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Aber ich kann dir auch den Code gleich raussuchen, wenn du jetzt. Wenn du möchtest. Joa. Wenn dich das nicht stört oder wenn Nee, es Probleme gibt. ich verstehe nur gerade nicht, warum finde ich denn. Moment. Wo ist er denn da? So, Einfach rechte Sekunde. Maustaste auf mich drauf. Aua. Ah, hier ist es doch. So, hier ist der Code. Bitteschön. Code, das klingt so schweinig. Hier ist der Der, Code. der, der, das, der, was soll ich denn, wie nennt man das, wie könnte Ja, man das denn der sonst Code, nennen? passt schon. Die Zahl, Der die, Code. ja. Eine Anreihung verschiedener Buchstaben und Zahlen wurde dir gesendet. Okay. Fahrkreisewerkstatt. Aber die Lenkung ist immer noch. Denkst du, du kriegst es heute hin mit SnowRunner und Werkstatt eröffnen? Glaube nicht. Schade. Also ich denke, ich habe einen Safe-Code, aber ich habe versucht, über YouTube-Video halt Geld drauf zu machen. Ne? Der hat mir das aber nicht ins Safe-Game geladen, sondern der hat mir das Geld in den Hauptding irgendwie geladen und dann, ach, das waren Heiden hin und her und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Ja, okay. Also ich habe das Tutorial schon durchgemacht, ich hatte da mit Sicherheit auch eine Werkstatt, aber ich war halt noch, wie gesagt, Neuling. Ich wusste noch nicht, ob ich das Safety behalten oder ob ich das Geld halt da rein machen muss, wie auch immer. Und dann fehlte mir auch die Map und so. Es waren Heiden hin und her. Ja, ich würde halt einfach ohne Cheaten spielen. Also glaub mir, wenn man dir hilft, also wir haben mittlerweile schon recht viele Leute, mit denen ich SnowRunner spiele. Wenn wir da am Wochenende beispielsweise zu zweit spielen, ruckzuck joinen dann noch ein, zwei Leute nach und ruckzuck hast du ein, zwei Updates, ein, zwei Trucks, jede Menge Aufträge schon geschafft und Geld legal erworben und dann kannst du da auch. Wenn wir jetzt nicht gerade zusammenspielen, auch wenn du auch mal alleine unter der Woche spielst, kannst du dann mit dem Geld auch schon ein paar neue Fahrzeuge holen oder ein paar neue Upgrades und deine Trucks verbessern, und dann wirst du schon einen riesen Unterschied merken. Also ich würde dem Spiel einfach nochmal eine Chance geben. Bei mir war das auch so. Alleine war das total Frust und hat eigentlich streckenweise überhaupt keinen Spaß gemacht und mittlerweile ist der ja, Funke übergesprungen, also ist richtig nice. Deswegen, ich bin mir sicher, dir wird das ähnlich gehen. Du müsstest halt nur mal dein Safe Game da klar machen mit der Werkstatt. Und dann finden wir einen Tag und dann spielen wir mal eine kleine Runde und dann denke ich mal, wird dir das auch gefallen. Du kannst sogar auch, ich kann dir dann auch irgendwelche Trucks von mir her hinstellen, die kannst du dann auch benutzen. Also da siehst du dann auch einen Riesenunterschied, wenn man ein paar bessere Trucks hat, wie cool das doch ist, wie gut man da durchs Gelände kommt und alles. Probiert einfach mal einen Anhänger zu machen. Vielleicht liegt es daran. Das Konvoi deswegen nicht erkennt. Und wie sieht Sonntag bei dir mit Farming Simulator Multiplayer aus? Sonntag ist auf jeden Fall der bessere Tag. Okay. Ja, das Oder klingt weil. gut. Ja, das klingt gut. Wie gesagt, dann schreibe ich hier nochmal alle Details im Discord.
Und wenn du ja, Sonntag. die Sandy Bay habe ich auch schon, glaube ich. Ja, wir spielen aber auf Estancia La Pacho sonntags. Aber ich schick dir alles. Also musst eigentlich nur die Mods downloaden und ja, dann joinen. Alles ganz easy. Also ich nehme dich da auch an die Hand und auch wenn du da Nee, hallo, irgendwie ich dürfte nicht, spontan. ich muss nicht mehr an die Hand genommen werden. Ja, du weißt schon, wie ich das meine. Also wir helfen da den Leuten schon. Wir versuchen es auch so einfach wie möglich zu machen. Es gibt zwar immer wieder Leute, die haben, vor allem jüngere Leute, die haben Probleme damit, den Mods zu installieren, weil sie das irgendwie noch nie gemacht haben. Und wir hatten auch schon Leute, die haben vier Wochenenden gebraucht, bis sie joinen konnten, aber es hat bei jedem geklappt. Und ja, die Mods, das ist wirklich nichts Großes. Also es sollte kein Problem sein. Mods installieren, dann gebe ich dir die Daten und dann siehst du ja, wenn wir on sind, beziehungsweise ich sag's dir, also normalerweise sonntags 15 bis 18 Uhr. Ja, und dann kannst du einfach mitspielen, wenn du Lust und Laune hast. Kannst auch irgendwann erst zwischendurch kommen und wenn du nur eine Stunde hast, kannst du auch nur eine Stunde mitspielen, also ganz easy. Es sind halt öfter mal auch ein paar jüngere Leute mit dabei, das ist dann manchmal im Chat ein bisschen anstrengend, da muss ich auch noch ein bisschen Ordnung reinbringen, also das ist. Je nachdem, wie viele Leute da sind und wer mit wem, kann es ein bisschen anstrengender sein, aber ja, ist eigentlich ganz in Ordnung. Was ich schön finde, ist jetzt hier, wenn du das Spiel ausmachen willst, ne? Dass der hinterfragt, ob du im Startmenü willst. Das finde ich cool. Ja. Also ich muss das Spiel nicht neu starten, um in den Start reinzukommen. Das ist mal genial gemacht. Ja, die haben schon ein paar gute Besserungen. Also ich freue mich ja, auch wenn ich das gar nicht so wusste, ich freue mich ja echt über diese Schnellreise. Warum? Es gibt doch schon längst den Multi. Im Multiplayer, ich spiele fast nie Tracker MP. Kann man im Du kannst Tracker ja von MP. Garage, natürlich, du kannst von Garage zu Reise, zu Garage sporten. Ja, zu Garage, aber wenn du jetzt nur eine Garage hast, wird's schwierig. Das Du meine ich. brauchst, das ist egal, du hast einen Knopf und kannst Ach spoilern. so. Du brauchst natürlich Geld dafür, ne? Aber Aber man braucht kannst du kein. irgendwie. Also man muss die Garage nicht besitzen. Man kann sich da trotzdem hinreisen. Nein, du musst sie schon kaufen, die Ja, Garage. das meine ich ja. Das gab's ja schon immer. Aber Ja, jetzt wo kann das man. Problem? Ja? Da Bitte? kein Problem bei. Nee, aber ich finde das unrealistisch, als ob ich auf der ganzen Welt Zweigstellen von meiner Firma hätte. Nee, ich meine, jetzt kann man ja, glaube ich, auch ohne, dass man Gebäude besitzt, irgendwo hinreisen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber einer hat mir das gesagt, als wir Multiplayer gespielt haben. Und das finde ich halt gut. Guck mal, wenn ich halt jetzt, sagen wir mal, ich fange jetzt gerade an, ich habe nur in Frankfurt meinen Standort, aber ich will direkt, wie gesagt, nach Finnland fahren. Dann habe ich ja, war ich ja vielleicht noch nie in Finnland und habe da auch kein Geld, um mir direkt eine Garage zu kaufen. Da müsste ich ja überall in jedes Land fahren und Garagen suchen und kaufen. Das ist schon mega umständlich. Deswegen finde ich diese Schnellreisefunktion also für mich persönlich extrem nice. Weil bei mir ist es oft so, ich habe ewig ETS nicht gespielt, ich will mal wieder fahren, ich habe so eine Strecke im Kopf, schön durch Italien fahren. So, dann Update ETS, zack, oh, Game wurde abgedatet, wir setzen alles zurück, sie sind wieder an dem Standort. Ich so, okay, toll. Dann muss ich erstmal eine Tour von Frankfurt nach Italien fahren. So, dann komme ich irgendwann in Italien an, bin schon voll fertig und will eigentlich eine Pause machen und habe eigentlich dann halt überhaupt nicht das gemacht, was ich machen wollte. Und mit der Schnellreisefunktion, ja, da starte ich einfach, zack, klick Italien, zack, zack, klick in Italien einen Auftrag an und fahre dann schön in Italien, so wie ich das halt mir vorgenommen hatte. Deswegen ist das für Ja, mich sehr schön. ich denke ja, da ja ATS so ein bisschen die Test- und Spieleplattform von den Machern ist, da immer alles zuerst ist und dann guckt, ob es übernommen wird, war ja schon immer so. ATS war ja vor ETS da, ne? Nee, das ist nicht korrekt. Das Doch. ist andersrum. ATS kam nach ETS und das ist auch der Grund, wieso in ATS alles zuerst kommt. Die Logik verstehe ich nicht, aber okay. Ja, weil das Spiel neuer ist. Die wollen natürlich das neue Spiel zuerst pushen und dann halt vielleicht auch noch Leute den Kaufanreiz dadurch geben.
Weil es war ursprünglich gar nicht geplant, dass ETS noch so groß weiter supportet wird. Die dachten, alle steigen schön auf ATS um, als es nur rauskam. Aber ETS ist halt ETS und nicht jeder hat Bock in Amerika zu fahren. Und jetzt supporten die halt beide Games, was ich natürlich auch super finde. Aber das ist halt der Grund, warum erstmal alles in ATS zuerst rauskommt. Die sagen sicher, das Game ist neu und vielleicht kann man ja dann auch noch Leute, so Hardcore-Fans vom ETS motivieren, ATS zu spielen. Ja, machen doch schon einige. Ja, Einige sind doch schon aufgesprungen. als ATS neu rauskam, war ich auch erstmal hin und weg von ATS und habe gar nicht mehr ETS gespielt. Und habe mich auch so ein bisschen gewundert, warum so viele Leute noch ETS cool finden. Also damals gab es halt auch noch nicht so viel in ETS. Und da war halt für mich, ich fand das halt cool. Ich fand halt, die Standard-Map im ATS sah schon viel geiler aus. Die ging viel mehr in Richtung Pro-Mods, überall Details, keine Straße gleich wie die andere. Und die Grafik war irgendwie schöner und die dicken Ami-Trucks. Ja, aber mittlerweile spiele ich auch wieder mehr ETS und bin auch echt froh, dass sie jetzt ETS auch mal supporten und mal dieses veraltete Standardspiel auch langsam sicher, also Stück für Stück updaten, weil das ist halt, da müssen sie halt echt noch nach wie vor viel tun, aber es wird ja, also, aber es könnte noch viel mehr sein. Also ich träume davon, dass irgendwann mal ETS. Warte mal eine Sekunde. Ja, Warte mal kurz. klar. So, Zeit für Kalk. Oh, ich wollte auch noch Unkraut spritzen. Ja, aber wahrscheinlich ist es dafür jetzt zu spät. Oh, da ist er wieder. So, willkommen zurück. Ich bastel gerade noch meinen Western-Star ein bisschen. Schön, bin ich noch nie gefahren. Ich bin immer Volvo gefahren und davor, puh, weiß ich gar nicht mehr. Geht ab wie Schmitz' Katze. Ja, der ist ja auch recht neu. Der kam ja auch vor ein paar Monaten mit dem Update. Ist bestimmt ganz nice. Ich habe jetzt ein anderes Profil genommen, ohne Mod. Und siehe da, Geht jetzt? der Konvoi ist angezeigt. Ah, wunderbar, siehst du? Dann wissen wir jetzt auch direkt, warum oder war, falls er irgendwann mal bei mir grau ist, woran das liegt oder bei jemand Steht anderem. explizit, wenn der Mann, derjenige, der grau hat, mit der Maus über das Symbol steht und den Text liest, dann weiß er auch Ah, Bescheid. okay, alles klar. Weil da steht dran, diese Teile sind nicht verfügbar, weil Mods aktiviert sind. Verstehe. Gut. Ja, das steht da. So kann man es, ja, wieder was gelernt. Schade, ich habe so ein schönes. Wir müssen unbedingt was mit den Felgen tun. Das ist alles Grütze. Das hat neulich schon mal jemand anders hier gesagt. Da bist du nicht allein mit deiner Meinung. Und allgemein die Ja. Tuning-Möglichkeiten waren, glaube ich, nie so, noch nicht so gegeben. Da hat sich auch schon mal jemand drüber ausgelassen hier im Chat. Aber die haben ja, glaube ich, jetzt so ein Tuning-Pack released vor kurzem. Das ist ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ich glaube, aber ich habe das gelesen. Muss mal gerade im Steam-Shop gucken. Aber du meinst nicht das Goodyear jetzt, ne? Das hatte ich gesagt, ne? Bitte? Du meinst nicht das Goodyear-Reifen Gut jetzt, hier, ne? nee, ich bin eigentlich der Meinung, es war ein waschechtes Pack zum Tunen. Oder sie haben es angeteasert und es kommt demnächst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da was gesehen. Ich weiß noch, ich habe da Bilder gesehen, wo auch irgendwie Zerealien auf dem Sitz neben dran lagen, die man halt sich dahin platzieren kann und Das so. habe ich, das hab ich auch. Das ist aber schon Ach was so, das länger. gibt's schon, okay. Interieur, ja, genau. Das gibt es Okay. übrigens auch für ETS. Ja. Im Na gut, Single-Modus halt vielleicht nur, habe ich ne? das verwechselt.
gibt es nur im Single-Modus. Also diese DLCs kann man nicht im Multiplayer benutzen, oder wie? Nee, dieses Accessoire, oder wie das heißt. Das darf man nicht im Multiplayer benutzen. Nee, das läuft unter Mod. Obwohl das ein offizielles DLC ist? Das ist kein... Ja... Weiß nicht genau, nicht 100%. Ich will mich da jetzt nicht vorfesseln. Ja, okay, macht ja auch nichts. Ich werde es ja sehen, wenn ich mal wieder den Trucker MP auspacke. Uiuiui, da muss er gut ziehen. Ich habe erst gedacht, das ist die New Brook Farm oder wie die heißt. Weil die ist ziemlich ähnlich. Die kenne ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ohne Strand, aber die hat auch so mit Büschen abgetrennte Felder und... Ja, okay. Ja, Sandy Bay ist schon, auch schon, glaube ich, recht relativ alt und auch nicht so beliebt, aber ist mir völlig egal. Ich spiele einfach, worauf ich Lust habe. Und ja, wie gesagt, ich habe ja auch noch zig Maps auf der Liste, die ich irgendwann mal spielen will. Also ich will ja auch noch weiterhin, auch wenn der 22er ist, wenn ich noch irgendwo Sinn und Lust drauf habe, spiele ich auch noch nebenbei den 19er weiter. Habe ich gar kein Problem mit. Ja, werde ich wahrscheinlich auch machen. Das ist doch super. Weil die ganzen Mods dann noch nicht vorhanden sind. Ne? Genau, und dann gibt es hier noch Bugs und da noch Verbesserungsupdates und so weiter. Trotzdem freue ich mich natürlich schon sehr auf das Release. Oder den Release. Das Release, ja. Passt schon. So. Stimmt, ich kann ja jetzt hier keinen anderen sehen, aber wie lade ich den Leute ein? Die, die können einfach, also du hast jetzt dein Map gehostet, vielleicht mit Passwort und so. Hast du ein Passwort gemacht oder ist es open? Na, auf jeden Fall könnten die jetzt einfach über deine Steam-Freundesliste reinjoinen. Und wenn du ein Passwort hast, müssen die das Passwort eingeben und du kannst du wahrscheinlich auch über deine Steam-Freundesliste einfach ins Spiel einladen. Ja, das ist auch Selbsterklärung. Ich hätte auch einfach mal, habe ich jetzt gerade gemacht, noch einen Konvoi-Button klicken. Und da sehe ich ja auch, welche vorhanden sind. Das sind schon mal ganze viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und einer mit Schloss. Genau. Der hat dann ein Passwort. Und unten muss ich dann noch Konvoi hosten gehen. Genau. Und dann muss derjenige, der da mitfahren will, entweder dann das Passwort haben oder halt also auf jeden Fall auch aus der Liste raus. Ja, er könnte auch wahrscheinlich, also er könnte auch über diesen Browser da, wo du auch eben diese anderen Spieler gesehen hast, darüber könnte er natürlich auch joinen, wenn er deinen Namen findet. Ah ja. Mit Freunden. Was passiert denn mit Freunden? Das dann? Bitte? Wenn ich den Haken mit Freunden mache, sind die Listen weg. Also dann denke ich mal, dass du nur Leute, mit denen du in Steam befreundet bist, da spielen kannst auf dem Server. Keine Fremden können dann wahrscheinlich reinschauen, die müssen dann schon mit dir auf Steam befreundet sein. Mutmaße ich jetzt mal so. Interessant ist, dass von den 10 alleine 4 Russisch dabei sind. Ja. Die geben sich's. Und ein Deutscher. Dosenfleisch und First German Multiplayer. Ja, schön. Naja, ist ja auch noch früh. Kommen wahrscheinlich im Laufe des Tages, mittags und abends noch ein paar andere dazu. Aber klar, es ist natürlich ATS, wo wir wieder beim Thema sind, dass der nicht ganz so beliebt ist wie der ETS in Europa. Ich spiele beides gerne. Achso, hier gibt es auch einen Button mit nur Steam-Freunde. Und du kannst, wenn du X gedrückt hättest, auch wie bei Trucker MP das Funkgerät benutzen in-game. Okay. Klingt auch so richtig schön authentisch irgendwie. Ja, aktiviert Kollision auf Serviceflächen deaktiviert. Das ist schief.
doch, da ist Passwortzeile, alles klar. Ja, das kriegst du schon hin. Ja, ja. Ja, alles klar, ist ja da doch easier als man dachte. Warum nicht gleich so? Ja, eben, ich finde das auch sehr gelungen. Also hat bei mir auch technisch ohne Probleme geklappt. Erhöhen, aber okay, das ist ja auch gut. Ja, ne? kann ja noch kommen. Eben. Weil 8 ist so eine komische, krumme Zahl, finde ich. Aber vielleicht haben sie nicht mehr Slots oder so. Ich weiß ja nicht, inwiefern da jetzt Server... Ja, das könnte auch halt irgendwie technisch sein, dass das damit der Synchronisation irgendwie die Engine... Irgendwas von der Engine da vielleicht nicht mehr mitkommt. Aber ja, ich meine, 8 ist auch okay, oder? Wer hat schon mal eben so 8 ja, Leute, die mitspielen? Richtig, das stimmt. Das stimmt. Ich bin happy. Selbst wenn es nur 2 wären, wäre ich schon happy. Ach, ich wollte mir einen Kaffee holen. Erstmal den Johnny reparieren und dann tanken nochmal und dann Kaffeepause. So, und reparieren. Sehr schön. So, dann nochmal tanken. Möchtest du auch einen Kaffee, Danny? Ach nee, du trinkst ja nur Wasser, stimmt's? Beziehungsweise Limonade und so. Gepanschte. Ich habe keine Kaffeemaschine, aber ich bin kein Kaffeeverächter. Ja, also ich trinke auch gerne einen Tee. Nur wenn ich nicht habe, habe ich ihn. Okay. Ja. Das ist für mich rausgeschmissenes Geld. Wozu noch Kaffee trinken, wenn Limo mehr Durst löscht, ne? Ja, also ich trinke Kaffee zum einen für den Genuss, zum anderen aber auch, weil es fit macht und eine positive Wirkung auf mich ausübt. Aber ist okay. Limonade wirkt auch positiv auf mich. Da bin ich aber froh, dass ich gar nicht so viel Limonade trinke. So, Moment. Dann schaue ich nochmal gerade nach. Ja, sieht gut aus. So, dann mache ich mal hier ganz nebenbei einen Kaffee und nehme dich einfach mal mit, Danny. Und du bist ja fleißig gerade am Rumtesten mit dem Konvoi-Mod, nehme ich mal an. Ich kann da nichts großartig testen. Ich habe jetzt keinen mit dem... Ach so, ja. Ist ja auch egal. Ich fahre jetzt so eine Single-Runde, aber ich werde jetzt meinen Stream anschmeißen. Kannst du auch machen, klar. Warum nicht? Ich wollte es nur sagen, weil du dann zu hören bist, ne? Ja, nicht so schlimm. Ach, Quatsch. Das macht gar nichts, aber danke für die Info. Ja, muss man ja heute immer machen, ne? Ja, sollte man machen, klar. Sollte, ja, ist nie verkehrt. Ich habe schon Leute gehabt, die Nein gesagt haben. Ey, hier kann ich verstehen, klar. Also hatte ich jetzt noch nicht, aber ich habe auch manchmal Leute, die sind halt schüchtern, die wollen da nicht reden und so. Kann ich alles verstehen. Aber schön, dass man jetzt mal direkt hier schön reden kann. Ja,
Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir auch bald mal SnowRunner spielen, Euro Truck Simulator spielen und natürlich auch Farming Simulator spielen. Farming Simulator ist für mich natürlich doch dann wieder Neuland wegen den Mods und so von euch, ne? Ja, also das sind nur so ein paar. Weil normalerweise kennt man ja seine eigenen Pappenheimer, ne? Klar, ich kann dich aber beruhigen, das sind wirklich Aber nur, macht nichts. sind nur so ein paar Gebäudemods, ein paar Anhängermods. Also jetzt nichts, was das Gameplay verändert. Wir spielen recht Standard. Das ist gar kein Problem. Die ganz normale Steuerung funktioniert, nur dass du halt hier und da ein Gebäude hast aus dem Mod und hier und da vielleicht noch ein Anhänger aus dem Mod und das war's eigentlich auch schon. Falls du wissen willst, wegen Stream oder so, ne, wirst du mich so nicht finden. Weil du nicht gefunden werden möchtest oder woran liegt das? Nee, weil das nicht derselbe Name ist. Ach so. Ja, kannst du mir natürlich auch gerne mal geben, dann schaue ich auch mal vorbei. Ach so, nicht derselbe Name. Ach so, du meinst, du hast noch einen anderen Account, mit dem du streamst? Ich habe drei insgesamt. Darf man fragen, warum? Aber einer ist am weitesten. Ja, und darf. Der ist schon in den Affiliate drin. Das ist gut und warum hast du mehrere Accounts? Boah, schon ein bisschen der Versteckcharakter, ne? Ich Also habe so weil, viele Leute und so kennengelernt und so weiter. dass du dann auch mal Und deine, mal ausgegangen. also das, Genau, Ruhe. ah okay. Ja, weil ich habe auch zwei, ich habe auch mit zwei angefangen, aber weil es halt in, also in viel Arbeit ausgeartet ist und ich nicht so viel Zeit habe, habe ich jetzt seit ein paar Wochen mich erstmal dazu entschlossen, alles auf Simjay hier zu machen. Deswegen die Frage, ich wollte mal wissen, warum das bei dir ist. Also mein Grund war einfach, auf Simjay wollte ich nur so Simulationen machen, auf dem anderen Kanal halt mehr so, ja, Story Games, AAA Games, aber ich merke halt, das funktioniert so in einem auch ganz gut und ist halt Eben. schon angenehmer, aber mich reizt auch immer mal noch so einen neuen Kanal aufzubauen, auch mehr so chillig, weißt du, also gerade ohne große Ziele oder so, sondern einfach, wenn man halt mal auch so ein bisschen locker spielen will, nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen Musik laufen lassen und gar nicht Ja, aber das groß. kannst du doch über den auch machen. Ja, aber ich meine, du hast halt hier jetzt schon so einen gewissen Stil und eine gewisse Erwartungshaltung und alles und wenn du halt noch so einen kleinen Stream hast, den keiner kennt, das macht ja dann auch Spaß, wenn du da dann, keine Ahnung, ja, so, ja, die erst, also wieder Erfolge mit erzielst und siehst, wie der voranschreitet und vor allem hat das dann nochmal eine andere Eigendynamik, aber da fehlt mir im Moment ohnehin die Zeit. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, muss ich halt wieder dran denken. Also ich habe das auch schon ein, zwei Mal hier thematisiert. Ja, aber ich werde wahrscheinlich erst mal einfach hier Simjay machen und ja. Wer hat denn hier keine Mauer hingebaut? Keine Mauer. Keine Mauer eben. Das ist das Problem. Zwischen zwei Brücken ist oben keine Verbindung. Wer hat da so runtergefahren? Auf deiner LS-Map. ATS. Ach, ATS, okay. Komisch. Ja, ich wollte links abbiegen und da sind halt zwei Brücken nebeneinander und drunter ist Autobahn. Und zwischen denen ist halt eine Lücke und da geht's so bergab. Da ist keine Mauer oben. Wenn du da schaffst, fährst du runter. Ja, es Okay. wird eine unsichtbare Mauer wahrscheinlich sein, aber trotzdem. Sah komisch aus. Ja, Glaube ich ich kann dir den dir. Namen sagen. Frickinator 0815. Trigginato oder Trigginator? Du Das kannst. Frickinator, wie Fricky. Ah, okay. Wie Crazy Fricky, das Fricky. Und dann Nator unterstrich 0815. Ja, kannst du mir auch in Discord bei Gelegenheit nochmal posten, den Link, aber ich versuche es mir mal zu merken. Danke.
Oh Mann, schon wieder 12 Uhr. War, aber ich stream noch ein bisschen. Hab ja auch ein bisschen später angefangen. Ach, ich muss hier auf, Und beim Stream, wenn du keine Familie hast, würde ich nicht auf die Uhr gucken. Naja, also sagen wir mal so, es gibt schon Gründe, warum ich auf die Uhr gucken muss. Leider. Aber na, eine Stunde 14 ist aber nichts, ne? Damit kriegst du keinen Lorbeerkranz. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, ich weiß, ich bin ja auch noch dabei, also ich stream ja auch noch ein bisschen, aber ich habe halt nicht so viel Zeit. Ich hatte die letzten Wochen gar keine Zeit, unter der Woche zu streamen und habe den Leuten auch schon erklärt, dass ich halt zwar jetzt unter der Woche immer mal streame, aber halt nicht so lange. Aber die Leute kennen mich ja auch schon, die wissen das. Und wie du siehst, sind ja auch viele wieder in der Schule. So, den wollte ich mir holen. Was passt dir da rein? 8000. Ja, das ist doch erstmal ganz okay für den Anfang. Ich nehme an, du streamst dann auch eher etwas länger am Stück, oder? Also ich weiß nicht, wo den Ausstellknopf habe gerade. Da muss ich irgendwie vergammelt haben. Für was Ausstellknopf? Den Stream-Ausstellknopf. Also heißt mit anderen Worten, du streamst sehr lange. Gib Kante, ja, wenn alles gut läuft, ja. Schön. So, den kaufe ich direkt mal. Und dann holen wir den noch mal ab. Noch mal speichern, so. Aber gegebenenfalls, wenn du das jetzt da so nicht merken kannst, im Zweifel hoste ich den anderen Channel, dem Crazy Danny. Ja, wie Wenn gesagt, du da auf den Channel gehst, dann siehst du den Host und dann wird er dich eh weiterleiten. okay. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Eben. Super. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man sich dann halt selbst unterstützt, aber ja, mein Gott. Kann man schon machen. Und so Actionspiele und sowas spielst du gar nicht, hast du gesagt. Ich finde, ETS ist Action genug. Spielst du auch irgendwie mal so Singleplayer-Spiele mit Story und sowas? Nee. Ich habe mir zwar das, wie heißt das, Red Dead Redemption geholt da. Mhm. Oder wie das heißt. Ja, Red Dead Redemption 2 wahrscheinlich. Das Western-Spiel mit den Pferden Genau. da. Und ja, das, aber nur die Online-Version. Ach so. Weil die halt 5 € gekostet hat. Ja. Ja, gut, das ist ja Aber auf dann. meinem PC kommt da nicht klar mit. Ja, das ist natürlich schon ein etwas ja, besseres Game, klar. Ich komme ins Tutorial und geht's Bild einfach aus. Echt, so schlimm ist es bei dir? Hui. Naja, gibt keinen Error, aber einfach Google. Ich habe halt in Anführungsstrichen nur 16 GB RAM. Ist nicht so Das schlecht. scheint ein bisschen, das ist schon okay, aber verrettet anscheinend manchmal nicht. Vielleicht hat er sich auch einfach noch nicht eingepegelt. Ich weiß es nicht. Ja, gut, es kann ja auch sein, dass dein Prozessor oder die Grafikkarte nicht das Gelbe vom Ei sind. Oder was heißt nicht das Gelbe vom Ei? Ich meine, die Rockstar-Spiele sind jetzt auch nicht immer so geil für PC optimiert, glaube ich. Oder es dauert recht lange, wobei mittlerweile gibt es ja auch Red Dead Redemption 2 schon länger. Naja. Das meine ich ja, das Spiel habe ich ja. Ja, genau. Aber ich meine nur, das gibt es ja schon länger. Es müsste ja mittlerweile auch mal ganz gut geupdatet sein. Also ich weiß, als ich das neu hatte, da gab es so komische Dinger, dass sich die Grafik immer umgestellt hat und einmal hat sich die Auflösung von selbst umgestellt, dass das Bild so rechts runterhing und abgeschnitten war. Da konnte ich fast nicht mehr umstellen, die Grafik, weil ich nichts mehr vom Menü gesehen habe. Und kurz danach kam dann ein Update raus und dann
hat sich das Game wieder komplett anders angefühlt und die Grafik war wieder umgestellt, aber dann hat es eigentlich erstmal gehalten. Und dann habe ich auch am Stück die Story und so gespielt, aber da bin ich auch noch, ich glaube, noch recht weit am Anfang, habe ewig nicht mehr gespielt. Also Red Dead Redemption ist auch schon ein gutes Spiel, aber man muss halt auch dieses Western-Ding mit Pferden und so mögen. Ja, da wäre mir ein neues GTA 6 fast lieber, aber ich werde auch irgendwann Red Dead Redemption 2 mal durchspielen. GTA 5 muss ich ja auch noch irgendwann mal durchspielen, hey. Kann man aber nicht durchspielen. Ja, online meinst du, aber ich rede vom Singleplayer. Also ich rede jetzt vom Singleplayer, nicht von online. Red Dead Redemption 2 und GTA 5 haben beide Online-Modi, aber die haben auch waschechte Singleplayer-Story, richtig filmreif inszeniert. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber ist halt nicht jedermanns Sache. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen nur online spielen, aber es gibt halt auch einige, die mögen Singleplayer. Ich mag halt mittlerweile beides. Lange Zeit war es erstmal nur so, dass ich Singleplayer spielen wollte, und jetzt durch Stream habe ich auch wieder irgendwie meine Liebe zum Multiplayer, ja, wiedergefunden. Aber wobei ich eigentlich bei Multiplayer eher so Koop mag, PvE, wo man halt zusammenspielt und nicht so gegeneinander. Das finde ich dann halt irgendwie schöner. Star Wars, das hat mich wirklich tatsächlich optisch wirklich, das hat mir gut gefallen. Star Wars? Was bei Star Wars, ja, was bei Epic mal umsonst war. Oh, Star Wars-Spiele habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber da ist pfeift da auch aus dem letzten Loch, man sagt man richtig. Man Ja. startet dann mal nicht, also mal lädt er sich einen Wolf. Es ist immer unterschiedlich. Und dann klappt das mit dem Fullscreen und Stream vor allem nicht. Wahrscheinlich im Single-Mode, also ohne Streaming würde es wahrscheinlich funktionieren. Aber wenn er ja noch umwandeln muss, encoden muss für ein OBS, da ist er Ja. wahrscheinlich dann hier an der Grenze mit Klar, seiner 1660 Ti zwischen Super ist das nur. Die ist auch okay, aber es ist halt kein High-End, ne? das stimmt, ja. Klar, das kostet vor allem, je nachdem, welche Qualität du dann noch beim Streamen einstellst und so und welches Spiel das ist. Richtig. Aber naja, ich sehe es positiv, dann wird der PC richtig gefordert. Das ist immer gut. Dann holst du das Letzte raus, dann verschwendest du nichts von der Hardware. Aber wenn er hochklappt, dann stehe ich hier ohne PC da. Ja, das Ich habe soll. kein Geld für neue Teile. Okay, das ist natürlich blöd, ja, aber das sollte eigentlich nicht passieren. Also klar passiert es mal, aber ja, eigentlich sind die Sachen ja dafür gedacht. Also sollte nicht so ohne weiteres passieren. Klar, jetzt wird es natürlich auch noch heiß draußen. Das begünstigt das, aber ich drück mal die Daumen, das wird schon klappen. Und du spielst ja auch mehr so ETS, LS und hoffentlich dann bald mit mir auch SnowRunner, wobei SnowRunner natürlich auch ein bisschen grafikintensiv ist, aber bei den Spielen denke ich mal, das kriegt dein PC ohne Probleme hin. Ja, also weißt du, was gut ist, Danny? Du bist ja auch unter der Woche, hast du ja auch morgens Zeit, oder? So wie es aussieht. Das ist ganz schön fordernd, ne? Merkst du das? Bitte? Mal grüften. Ja, Wollte ich dich ansprechen? Ja, erzähl. ja, ich habe mir gedacht, dann kann man ja auch irgendwann mal spontan unter der Woche SnowRunner zocken, ne? Muss ja dann gar nicht unbedingt am Wochenende sein. Das muss ich mit meinem Stromanbieter nochmal lernen. Mach das. Ich verbrauche jetzt schon 4K im Jahr. 4K. Der PC kann nicht den ganzen Tag laufen, das funktioniert nicht. Du hast 4000 Euro Stromkosten. Nein, KW. Ach so. Ich habe nur 4000 4K. KW. Ja, okay. Ja, 4K ist ja 4000 Ja, ich dachte, du KW. meinst geldtechnisch. Aber auch schon viel, 104 Euro. Ah ja, Im Monat. natürlich, klar.
Denn mir ist gerade lustig vor im Konvoi hier und dann mit 150 hier lang zu bügeln. Mit 150? Findest du das nicht ein bisschen... Nicht Meilen, ne? Ja, aber auch schon viel. Ja, und? Ist doch nur ein Spiel. Oh. Soll doch Spaß machen. Ja gut, mir macht's ja mehr Spaß zu cruisen, aber jedem das seine natürlich. Ja, aber beim Cruisen schläft man ein und vorm PC einschlafen ist ungesunder. Ja, du schläfst da ein. Nein, das war ja nur so. Wer weiß, wie schnell wir fahren. Ich weiß es ja nicht. Ich denke mal, die meisten Leute, wenn ich mir Tracker MP ansehe, die haben überhaupt keinen Bezug zur Realität. Die fahren einfach Bleifuß. Das ist ja nur ein Simulator. Ja, aber ein Simulator soll ja schon irgendwie fürs echte Leben. Ja, aber du kannst doch zum Beispiel hier bei Counter-Strike nicht sagen, hier schießt mal was langsamer, ich will langsam sterben. Nö, aber wo wir halt jetzt beim Thema sind, Counter-Strike ist ja auch kein Simulator. Nein, ist richtig. Aber jedem das seine. Also ich find's, mich turns ab, aber andere Leute turns wahrscheinlich ab, wenn ich da über die Straße schleiche. Wenn, wie du schon sagst, wenn es Spaß macht, dann ist ja in Ordnung. Wenn ich 4000 Kilometer bei ETS permanent mit 90 fahren würde, wie es einige virtuelle Firmen machen, ich würde sowas von nach einer halben Stunde einfach geradeaus fahren und mit offenen Augen schlafen. Dann würden meine Finger auch einschlafen. Ich bin ja Tastaturspieler. Mit Lenkrad ginge das vielleicht gerade noch so, aber... Ja. Also wenn man da so sinnlos startet auf die Straße und dann nur 90 teilweise... Selbst die 110 ist mir manchmal schon zu langsam. Ja, ich merke schon. Umso schneller, umso besser. Ja klar, da bleibt man wacher. Muss ich mehr konzentrieren. Ja. Spielst du auch Rennspiele? Vielleicht solltest du mal Rennspiele ausprobieren. Das klingt fast so. ETS läuft bei Twitch immer Rennspiele. Was machst du denn jetzt? Ich will mal gucken, ob es hier Milch gibt. Weiß ich nicht. Ne, ich habe hier noch nie Milch gezapft, deswegen bin ich mir hier gar nicht so sicher. Oh ja, es gibt Milch. Mal, ja, es kommt doch mal an, welche Kühe du hast, ne? Ja, es macht das einen Unterschied. Ja. Die braunen, grauen, die letzten unten mit dem Buckel, die geben keine Milch. Ach so, ja, was geben die denn? Gar nichts. Und wofür kann man die kaufen? Die kannst du ja nur mästen. Die werden vielleicht größer und dann haben sie einen anderen Verkaufswert. Das kann sein. Okay. Aber auch nur im Story-Mode, also hier im X-Mode. Ja, okay. Nee, ich kaufe mir keine Prahams. Ich kaufe mir nur Kühe in der Regel. Ja, aber auch die... Es gibt ja auch die braunen und die... schwarzen normalen Kühe, die geben weniger ab als die schwarz-weißen. Die schwarz-weißen sind die Holstein-Kühe, die geben am meisten. Okay, gut zu wissen, danke. Ja. Sehr schön. Weil da steht, nicht bei allen Maps steht beim Kuhkauf unten in der, ist ja ein I, ne, bei jeder Kuh oder Chia. Eine Information. Und das steht nicht bei jeder Map drunter. Da steht nur bei ganz wenigen Maps runter die Information, dass das so ist. Ah, okay, verstehe. Super. So, einmal schlafen. Zum Beispiel auch keinerlei Tutorial, der das mal erklärt, ne? Ja, das stimmt wohl. Mit den Tieren. Naja, halb so wild. Wir haben ja ein bisschen Milch. Ich bin glücklich. Ah, ich kaufe ja immer Kühe und mache dann also zum Beispiel ja jetzt auf der NF mache ich auch mache ich Wurst raus und bei dem anderen Salami. Naja, warum nicht? Schmeckt auch gut. Ja, vor allem erhöht ja den Wert des Tieres, ne, im Endeffekt, ne?
Klar, ich muss natürlich das Tier kaufen und dann dahin fahren. Das Tier kostet natürlich. Aber die Produkte, die rauskommen, kosten halt mehr. Ne? Und du musst nichts anderes dazu tun. Kein Wasser, gar nichts. Ne? Einfach nur das Tier rein. Weil doch, der eine davon will noch Salz haben. Musst halt noch Salz produzieren. Kannst auch kaufen Salz, aber trotzdem. Produzieren ist halt schöner, ne? Ja. Klar doch. Ja. Wenn ich halt Milch, also ich hatte ja schon gesagt, ich mache da Käse, Joghurt und Dings draus, das ist so eine Fabrik ist das, ne? Und die braucht halt ordentlich viel, ne? Die braucht auch Salz, die braucht Leerpaletten. Milch klingt halt, gut, ne? Ja, klingt gut. Das musst du halt alles versuchen irgendwie. Empty Paletten wachsen ja auch nicht auf dem Boden. Das heißt, du brauchst eine kleine Fabrik, die auch die Paletten produziert, die da angenommen werden. Kann man die auch kaufen? Ja. Du kannst Leerpaletten auch kaufen. Ja. Gut. Also sollte, also eigentlich mehr standardmäßig weiß ich jetzt nicht. Ja, im normalen Spiel nicht, ne, nur mit Mods halt. Nee, im normalen glaube ich nicht, ne? Ja. Ich habe aber eine Fabrik, die Paletten, Leerpaletten, was macht die noch? Papierblöcke macht die noch und ich mache glaube ich 4 Produkte. Aus Baumstämmen, Wasser und Diesel, glaube ich. Die 4 Diesel. Produkte, unter anderem auch Leerpaletten, die man dann halt für die Milch braucht. Ne? Ja, coole Sache, würde ich sagen. Ja, das ist eine ganze Aneinanderreihung von, ne? Wenn die Felder bestellt werden, du kommst eigentlich quasi nie zu hoch. Ist das dieses Global Company, was du benutzt? Das gehört dazu, ja, das gehört dazu. Okay. Also das ist jetzt hier einmal Global Company, die Basic. Und die Basic sorgt dafür, dass diese Produkte untereinander funktionieren. Ja, als Hub-System. Ja. Super. Ja, irgendwann muss ich mir das auch mal anschauen. Es wird ja auch immer mal wieder gewünscht, dass ich mal Global Company und Seasons und so benutze. Aber ja, Seasons ja, bis jetzt noch jetzt nicht. Mittlerweile fast abraten. Warum? Ja. Erstens können die Tiere da sterben. Okay. Und das tun sie sehr schnell. Und zweitens ist es sehr wichtig, was für Maps du da nimmst. Denn ich habe jetzt, glaube ich, dreimal versucht. Ich würde gerne mal Schnee schiffen, weißt du? Ja. Und es fängt aber halt immer im Frühling an. Die jeweilige Map. Und da sind auch dann die Bäume weg. Das sieht halt wunderschön aus. Und je mehr es später Spiel kommt, je mehr wird es grüner und so. Das ist optisch wirklich super schön gemacht alles, ja? Ja. Einige Mods können natürlich, die man nachträglich draufstellt, kann es sein, dass die halt keinen Schnee draufkriegen können, weil sie nicht season-ready sind, aber funktionieren tun sie halt häufig. Das sind so die kleinen Marotzerchen, die man untereinander halt hat, ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, das dauert ein halbes Jahr, bis das gewachsen ist, das erste Mal ein Feld ernten muss. Ja, das klingt schon nervig. Du kannst ein bisschen vorspulen, ne? Also Standard ist ja hier diese 120er Geschwindigkeit, ne? Oder 2000er, ne? Ja. Es gibt so ein anderes Ding, da kannst du auf 4000 vorspulen, aber das macht ja keinen Sinn und keinen Spaß dann im Endeffekt, ne? Genau. Ja, aber wenn du dir sagst, du holst dir jetzt zum Beispiel für die Farm, wo du da fährst, machst du ein Feld, dann machst du das andere Feld, dann hast du die 20 Felder meinetwegen Weizen, Gerste, Mais, was weiß ich nicht, von jedem irgendwas da, ne? Um später Schweinefutter zu machen und so weiter. So mache ich es zumindest. Aber also ich habe bis zum Mitte des Jahres, du hast ja so eine Jahresanzeige oben, ne? Welchen Monat man gerade hat. Mhm. Ich konnte ewig nichts tun. Ewig nicht. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, ich habe die Season dann runtergeschmissen. Ja, es davor hatte ich... nicht lohnt. Ja, davor hatte ich auch immer Angst, dass es halt genau darauf hinausläuft. Das ist dann... Zieht sich. Ich habe hier die zweite Standard-Map von den genommenen Spiel zu testen für Season, weißt du? Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie heißt da. Mini-Brunnen, Volksbrunnen... Felsbrunnen, meinst du? Nee. Nicht Felsbrunnen. Eine? Felsbrunnen, genau. Sag ich ja. Und die andere? Goldcrest Valley? Nee. Estancia La Pacho? Nein, Standard. Ist auch eine Standard-Map. Aber es kann sein, dass man die downloaden muss von Shines.
4. Dann, aber es gibt noch zwei, die drauf sind immer. Ja, das müsste Goldcrest Valley und Felsbrunn gewesen sein. Ah, hallo, Simo Farmer. Ach, Ravenberg. Ach, stimmt, die spiele ich ja auch. Wie konnte ich das vergessen? Danke, Raven, Simo Farmer. Ja, genau, Raven. Nee, warte, Ravenport, so rum. Ravenport, nicht Ravensberg. Ravensberg ist ja diese Mod-Map, aber wir meinen dasselbe, Simo Farmer, ja. Genau. Also Ravenport, ja. Die spiele ich ja morgen früh wieder. Wie konnte ich das vergessen? Okay. Aber Goldcrest gibt's auch für 19, also. Ja, und stimmt, die Estancia ist, oder Goldcrest ist aus 17er und Estancia La Pacho kam im 17er als DLC und jetzt free to download von Giants im 19er. Ja, wie auch immer, du hast auf jeden Fall Ravenport benutzt, ja? Ja. Ach, und Quatsch. Nicht? Denn so falsch lag er gar nicht, denn es gibt nicht Ravensberg, es gibt tatsächlich auch Ravensburg. Ja, da sag ich doch, Ravenport ist die Standard Giants Map und Ravensberg ist eine relativ neue Mod Map, die sehr beliebt ist. Die haben ja auch schon zig. Die heißt nicht Ravensberg, die heißt Ravensburg. Ach, Ravensburg heißt die. Nach der echten Stadt benannt, von den Spielmachern. Okay, aber es gibt, soweit ich weiß, auch Ravensberg, oder? Ja, kann sein. Okay, es gibt auf jeden Fall eine Menge. Naja, du hast, so wie es aussieht, auf Ravenport das probiert und ja, genau. hat dir dann irgendwann nicht mehr so gut gefallen. Ja, weil ich ewig nichts machen konnte. Ich habe dann im Endeffekt ja nur noch meine Mischstation voll gekauft, weil ich habe so ein Allkauf-Dingens, ne? Kann ich einstellen, wenn ich Gras, Heu kaufen will und so. Das ist auch nicht unbedingt Sinn der Sache, aber es gibt, die Bauern kaufen ja immer Rohstoffe dazu, weil sie nicht, die Tiere müssen gefüttert werden. Und wenn du nichts hast, muss der Bauer auch kaufen. Ja. Ja. So ist es nun mal auf dem Markt, ne? So ist es. Ja. Und das musste ich halt dann fast nur machen. Und da waren die Mischmaschinen halt voll. Die Tiere waren zwar gefüttert, aber die Felder haben ewig nicht angefangen zu wachsen. Und dann hast du Däumchen gedreht. Sozusagen, ja. Ja, Simo Farmer, ich weiß, du hast vollkommen recht. Es gibt auch Ravensberg. Gibt ja auch ein paar Zuschauer, die im Moment spielen. Ja, und denkst du, das wird dann mit diesem offiziellen Seasons, das ja dann im Spiel intern drin ist, auch so langweilig? Oder denkst du, die haben sich da was Besseres ausgedacht beim Farming Simulator 22? Das wird auch langweilig. Das wird auch langweilig. Du wirst das wahrscheinlich auch mit einem Haken ausschalten können. Aber ja, mit Sicherheit wird man das ausschalten können. Davon gehe ich aus. Vor allem, wenn du, ja gut, wenn du natürlich ein Bauer bist, der wirklich von 100.000 anfängt in der Farm, dann hast du die Felder natürlich auch nicht gleich komplett alle fertig, ne? Innerhalb von einer halben Stunde, ne? Wenn man das mal so aus dem Punkt sieht, ne? Ja. Klar, das aber dauert. Wenn du so einer bist wie ich, der da mal eben 20 Millionen drauf macht und dann 10 Seemaschinen. Okay. Flüge oder was? Also du benutzt dann so ein Money Cheat, ja? Offiziell, ja. Delivery Tool heißt das. Okay. Ja, gut, da gibt es natürlich auch ein paar, die lieber so spielen. Da sage ich auch wieder jedem das seine. Ich mag es lieber, mir sowas Step by Step aufzubauen, aber kein Problem. Ja, ja, richtig, genau. Wie Simo schreibt, es kommt auf den Typ an, ob du jetzt wirklich wenn du bei Null anfängst, sagen wir mal, ne, mit den 100.000. Ja. Und hast dann ja sowieso auch erstmal nur ein, zwei Felder oder so, ne? Dann ist das mit dem Season okay, dann hast du genug Zeit, dass bis zum Wachstum du alle Felder fertig hast. Ja, ja, also ich habe es immer so gespielt, also ohne Seasons halt, aber so wie du es gesagt hast gerade, und ich bin auch zufrieden. Ja, und Simo, freue mich natürlich, dass dir Seasons gefällt, und ich meine, Seasons wäre ja auch nicht so beliebt, wenn es nicht vielen Leuten gefallen würde. Es ist halt einfach Geschmackssache. Ich habe es mich noch nie getraut auszuprobieren, aus den besagten Gründen. Aber spätestens beim LS22 wird es dann wahrscheinlich soweit sein. Ob ich dann dabei bleibe, tja, das werden wir sehen. Aber ich werde es auf jeden Fall dann mal in einen der neueren Safe Games, die ich da anlegen werde, ausprobieren.
So viel sei schon mal vorneweg gesagt. Ja. Und du wirst bestimmt auch ausprobieren, Danny, oder? Nee, ich werde auf, was ich ausprobieren werde, ist vielleicht auf jeden Fall einen Server mieten. Mit der neuen Version dann. Auch eine Möglichkeit. Also hast du große Multiplayer-Pläne. Genau, und dann eine ordentliche Map suchen, vielleicht auch zwei Maps oder so, mal gucken. Dass man sagt, dass man eine macht man Season, der da auf Season fahren will, dann soll da spielen da mit den Mods, die ich halt dann da zurecht zupple. Und auf dem anderen halt normal ohne halt. Und dann dementsprechend groß, ne? Ja. 16 Fachmap oder so. Wo du von einem Map zur anderen Map mit einem 20 km/h Mähdrescher mal eben 3 Tage brauchst ungefähr. Ja, das würde mir schon wieder zu. Also, es wäre mir schon wieder viel zu heftig, aber warum nicht? Auch da gibt es ja scheinbar Leute, die diese riesen Maps mögen, sonst würde es sie nicht geben. Ja, Simo, 6 Tage eingestellt. Okay, also 6 Tage dauert es, bis dann deine Ernte reif ist, so ungefähr, nehme ich mal an. Boah, klingt okay. Warum nicht? Ja, No Man's Land kenne ich auch niemanden. Die macht es. Ist gut. Weil da fängst du wirklich bei Null an. Ne? Du musst Felder, was einfällt, den Rest musst du erstellen. Ah ja. Flächen, da musst du ein paar Bäume wegmachen, damit, damit die Bäume halt in den jeweiligen Feldern nicht unbedingt stehen. Oder du nutzt dazwischen den Platz. Aber das macht schon funny. Du kannst ein Gebäude hinsetzen, wo du möchtest. Ne? Du baust dir dann eine richtig kleine Farm selber auf. Das Ding bringt jede Menge Deko mit. Also sieht die Map auch schön aus. Ja, das ist mir halt immer wichtig bei einer Map. Dass die halt. Dass das vierfach ist, ne, glaube ich. Also es ist schon okay, du kriegst schon vielleicht, wenn es gut ist, 40 Felder hin. Aber du musst ja nicht. Okay. Simo, du steckst da viel Zeit rein. Ja, das klingt doch nice. Sag mal, weißt du, was mir da gerade so einfällt? Da frage ich doch direkt mal, spielst du auch noch ETS und zum Beispiel SnowRunner? Muss ich direkt mal an der Stelle fragen. Idiot-Teaser. Ja, also ich frage das gerne. Also mich interessiert es einfach, was die Leute spielen. Und wenn es dann irgendwie Spiele sind, die man zusammenspielen kann, frage ich natürlich. Aktuell nur LS19. Na gut, so viel Zeit, wie du da reinsteckst, will ich mal behaupten, reicht das ja wahrscheinlich auch erstmal. Ja, nice. Was so ein bisschen fehlt, sind tatsächlich so ein bisschen mehr Fluss. Ein Fluss fehlt generell. Ne? Es gibt nur einen See auf der No Man's Land, um Wasser zu holen. Ja. Ja. Und ja, gut, der Shop und so, das ist alles ganz unten an der Kante, wenn man startet. Genau wie der Viehhändler. Und der Rest ist halt alles Wald und Wiesen. Ne? Ja, ich guck mir am besten mal ein Video an. Du kannst dich ja auch landschaftstechnisch da auch dann halt richtig austoben. Ne? Du kannst ja einen Berg selber bauen, wenn du einen brauchst. Wenn du so möchtest. Ja, ich schaue mir am besten mal wie so oft ein Video an. Und dann. Du kannst ja auch gerne zeigen im Stream. Ja, kannst du ja auch machen, aber ist schon okay. Wo habe ich denn. Ja. Habe ich nicht noch so eine andere Seemaschine? Ach die, wo habe ich die denn stehen? Ach, da oben, genau. Für Multiplayer ist die gut. Ist die Multiplayer tauglich? Ja, das wusste ich jetzt nicht von der Dinge. Ja, glaube ich dir, Simo. Dann nehme ich mal an, du spielst. Ja, oder die nächste Frage: Spielst du mehr Singleplayer, Farming Simulator oder Multiplayer? So, Dünger, aber kein Weizen. Da müssen wir natürlich dann wohl nochmal nachtanken. Ja, es gibt einige Maps und es kommen ja wahrscheinlich auch jede Woche, schätze ich mal, so die ein oder andere brauchbare Map neu dazu.
Im Farming Simulator. Ist extrem, hat nachgelassen. Hat nachgelassen. Seitdem die neue angekündigt wurde, die Version. Ach so, okay. Hat extrem nachgelassen, weil die arbeiten dann jetzt auch. Weil die haben ja die Engine von den neuen noch nicht. Ja, das macht natürlich Sinn, klar. Die brauchen erst die Engine, was sich geändert hat, und dann können die das für ihre Maps zuordnen. Ja, gut, ich meine, es gibt ja auch noch mehr als genug, also da muss ich mir keine Sorgen machen. Da komme ich schon voll auf meine Kosten. So, wie kann ich denn hier eigentlich Dünger reinfüllen? Ja, genau das. Man sieht es auch, ich weiß nicht, ob du Kornhub kennst. Kenne ich, ja. Benutze genau, ich zwar fast nie, aber. Ja, guck dir doch die letzten Mods an, die er vorgestellt hat. Der hat normale im Schnitt pro Tag 2 bis 3. Jetzt ist schon seit Wochen vielleicht mal einer gekommen. Mal ein Auto oder ein Trecker. Das heißt, er hat nichts im Moment zu vorstellen. Mal ja, gucken, ah ja gut, ich meine klar, jetzt denken alle, oh mein Gott, LS22 kommt Ende des, oder im Winter, ja, kann man sagen, Ende des Jahres, oh, wir machen jetzt mal eine Pause und versuchen uns schon mal so gut wie es geht hier auf den neuen vorzubereiten. Naja, okay, warum nicht? Ich meine, es gibt mehr als genug Mods für einen 17er, 19er und dann halt 22, also habe ich kein Problem mit. Ich will ja sowieso alle spielen, wenn es halt mal hier und da zeitlich passt, aus einer Laune heraus, mal den einen, mal den anderen. Also, ja, ist mehr als genug da. Da bin ich jetzt auch nicht traurig, dass vielleicht im Moment nicht mehr ganz so viel erscheint. Ja, beinahe alle Maps abgegrast, die es gibt, ne? Du? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe nur die Maps nicht genommen, wo so über 100 Felder sind und die dann so verschnorkelt oder schmal sind. Meistens so russisch-tschechische Maps oder so. Ja, also mir ist bei Maps echt nur wichtig, dass die authentisch, glaubhaft, schön designt sind. Wenn das eine Map ist mit gerader Fläche, wo du in die Ferne guckst und da ist keine Textur und nix, ja, da kannst du es auch sein lassen. Es muss schon schön sein. Ich meine, hier Sandy Bay, ja, das wirkt halt schon so, als wäre ich hier irgendwo, ja, irgendwo in Großbritannien oder so. Und ja, die Standard-Maps, ja, sind auch okay. Ja, und da gibt es halt, ja, viele schöne Maps, so Mod-Maps, also ja. Es muss halt einfach immer schön und irgendwie glaubwürdig und stimmig aussehen, wie ich es so schön sage, und dann bin ich schon happy. Viel mehr brauche ich nicht so. Dann hier Maschine an, runter und Dünger plus Weizen auf den frischen Kalk. Lecker. Ohne zu kubern? Ja, ich brauche hier nicht zwingend Kalk. Deswegen habe ich es mal oben. Ne, du meinst wahrscheinlich pflügen. Oder ja, also nee, ich habe. Kubern. Okay, also ich habe erst gepflügt und dann Kalk drauf. Aber ich weiß, erst Kalk und dann kubern oder pflügen. Aber es funktioniert ja trotzdem. Ist richtig. Du pflügst. Naja, gut, mit dem Kalk weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass man nach der Ernte erstmal Mist drauf macht am besten. Mist oder Gülle zum Düngen. Dann fährt man, dann arbeitet man das mit dem Gruber ein, mit dem Flug ein. Und dann kannst du von mir aus nochmal Dünger, normalen Dünger oder Kalk halt drüber hauen und dann fährst du mit dem Gruber. Aber nun muss man sagen, das Gerät, was du dran hast hinten, hat schon einen Gruber drin. Ja. Und das haben, es sind nicht alle Seemaschinen, haben aber auch einen Gruber drin. Richtig. Deswegen ist schon alles gut. Es gibt auch einige, die sagen, man könnte sogar, sagen wir mal, wenn dann schon Gras ist, dass man schon da auch dann nochmal Dünger drauf hat. Dünger, ich meine nicht Kalk mit Dünger, ne? Ja, ja, auf Grasdünger, ja, das geht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, er kann das nicht bestätigen, ob das was bringt. Ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja. Wenn man mal eine Runde Dünger zu viel hat und Langeweile, kann man es ja einfach mal draufstreuen. Ja, schön, dass du gerne Multiplayer spielst, Simo Farmer. Ich mag beides. Jetzt gerade Singleplayer, am Sonntag dann wieder Multiplayer. Passt. Naja, das kann ja was werden hier mit dem neuen Teil dann. Wird schon lustig. Ich fahre ja fast nur mit Helfern, ne? Ja, ist ja auch in Ordnung.
Also wie gesagt, ne, ich bin... habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Bitte? Das, was du da machst, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ich finde halt, dass die Helfer, also ich weiß ja nicht, du benutzt ja wahrscheinlich bei den ganzen Mods dann auch Curse Plays und GPS. Nein. Und so, nicht? Okay. Nein. Ja, ich finde halt... Das habe ich dann wirklich schon noch Hand gemacht, ne? Also... Ja, also ich wollte halt gerade sagen, leider funktionieren die Helfer auf manchen Feldern überhaupt nicht gut. Das turnt mich jedes Mal total ab. Das finde ich halt extrem schade. Ja, deswegen habe ich mir logisch einfallen lassen, dass in so ein Feld, wo du jetzt gerade drauf bist, da, ne, da ist das natürlich wirklich sehr, sehr schlecht. Ja. Du siehst ja auch anhand der Gruberspur, wie das Feld aufgeteilt ist, wie viel Grad die Spuren haben, unterschiedlich ist, ja. Ja. Da muss man halt eine beste finden. Aber wenn man halt so ein Feld hat wie da jetzt, du willst dann mit einem Helfer arbeiten, dann fahre ich zum Beispiel manuell erstmal außen drumrum. So wie du jetzt auch fährst, eine Bahn drumrum und das Mittelteil lasse ich den Helfer machen. Ja, also einmal vorwenden. Aber das klappt leider bei mir auch nicht immer. Das habe ich auch schon probiert. Das, also bei dem einen großen Feld hier auf, sehr gut, das sieht man jetzt nicht ganz auf der Minimap, das ist eine Katastrophe, also das ist, boah, ich weiß nicht, ja, drück noch mal die 9. Ja, warte, ich zeig's dir, aber, ne, die 9, einfach nur, da wird die Map größer. Ja, das mag ich nicht so. Hier, die 1. Das, egal, ich kann hier zack, 2-3 Mal vorwenden, selbst wenn der in der Mitte fährt, der hört dann hier irgendwie auf und dreht dann nochmal und fährt nochmal halb zur Mitte und dann hört er auf und sagt, er ist fertig. Ich weiß, ja, ja. Das ist schrecklich. Das ist auch ein K.O.-Kriterium für die Map von meiner Sicht aus gewesen. So schön wie sie ist. Ja. Nicht mein Ding. Ich bin noch ein paar Mal unten geblitzt worden, voll die Frechheit, aber... Aber das ist mir zum Glück noch nie passiert. Mir wurde zwar gesagt, man kann geblitzt werden, aber ich fahre auch immer vorsichtig. Aber ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob man wirklich geblitzt wird, aber jetzt hast du es ja gerade bestätigt. Aber da bin ich ja stolz auf mich, da hat ja alles geklappt, vorbildlich am Straßenverkehr. Ja, wenn ich schneller wie 50 bist. Ah, ja, wenn du schon 150 im ETS fährst, da ist mir alles klar. Wieso? Ich kann nur so schnell fahren, wie die Mods hier fahren. Und das ist halt 80. Schluss. Ich dachte, du fährst 150. Achso, du meinst jetzt hier im LS, ja. Ich bin doch schon wieder beim LS. Ah, die Niemandsland spielst du solo und auf eurem Multiplayer-Server läuft Hofbergmann Simo Farmer. Alles klar. Die soll ja auch nicht schlecht sein. Die steht auch auf meiner Liste. Die will ich auch irgendwann demnächst mal zocken. Irgendwann demnächst. So, was sagt die Uhrzeit? Ja, gleich 1. Also dieses Feld hier werde ich jetzt noch mit euch sehen. Und da muss ich mich langsam verabschieden. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Der neue 1.0.0.8 ist released. Gönn dir hart, mein Freund. 1.0.0.8, meinst du hier von Sandy Bay oder was? Oder, ach so, Ruf Bergmann, okay. Ja, danke. Wenn ich mal dazu komme, mein Freund, dann werde ich mir das richtig gönnen. Ist nur eine Frage der Zeit. Kein Problem. Also ich hab kaum einen Unterschied gemerkt, muss ich gestehen. Also ich habe mal auf der PlayStation 4 Oberkrebach gespielt und dann kam irgendwann ein Update, zweimal sogar, und zweimal habe ich das Update installiert und danach hatte ich einen riesen Unterschied. Da war dieses Silo ganz anders gebaut und da hatte ich so einen Platz, wo ich meine Strohballen gelagert habe. Plötzlich war das eine überdachte Halle. Also da sind mir schon ein paar Sachen krass aufgefallen, aber war nicht schlecht, hat danach nach wie vor auch gut funktioniert. Oberkrebach spiele ich auch gerne. Es gibt zweierlei Versionen von Krebach, ne? Einmal die normale und einmal MH. Ich habe die normale, glaube ich, weil MH, da war nichts von im Namen zu sehen. Also gehe ich mal stark davon aus, dass ich irgendeine normale Version davon habe.
die MH hat dieselben Felder, nur das Hauptdorf, die Hauptbase, ist quasi leer. Das heißt, du musst die Gebäude selber stellen, wie du möchtest. Ach genau, das hat mir mal ein Zuschauer geschrieben. Ja, ich erinnere mich, schon lange her, aber das hatte mir auch ein Zuschauer mal geschrieben. Da war ich mir nicht sicher, ob ich den richtig verstanden habe, aber genauso, nur mit anderen Worten hat er es gesagt. Der sagte halt, man müsste da alles selber bauen. Ich habe mir gedacht, wie meint er das? Meint er jetzt, man muss seinen Hof irgendwie selber zusammenbauen? Ja, so ungefähr. Ja, du hast die Hauptgebäude quasi im Shop drin, im Haupthaus. Kannst aber auch dein eigenes Haupthaus hinsetzen. Oder deine eigenen Silos, musste ich die nehmen von der Obergräbach und das finde ich ganz gut. Ja, klar, warum nicht? Also ich nehme die Map auch gerne so, wie sie daherkommt. Ich fühle mich da heimisch. Ich vermisse es auch so ein bisschen, wo wir dann beim nächsten Thema werden. Ich muss mal wieder meine PlayStation anschmeißen, hey. Und da auch mal wieder zocken. Naja, ich habe schon Pläne. In ein paar Wochen wird es wohl soweit sein. Naja, ich mag mein Haupthaus wohl schon ganz gerne. Ja, klar, ich weiß, es gibt viele Leute, die spielen auch im Farming-Simulator gerne SimCity. Ich mag es lieber so aus einem Guss, dass ich gar nichts mehr groß machen muss. Außer ein, zwei dezente Gebäude, wenn man halt mal irgendwas noch braucht oder haben möchte, aber so. Ich mag das schon, wenn dann alles gut dasteht. Wahrscheinlich, weil ich künstlerisch nicht so begabt bin. Wenn ich dann meinen Hof baue, da sieht er wahrscheinlich eher aus wie ein Schrottplatz am Ende. Du kennst doch die... Kennst du die Tastenkombination Steuerung G? Nö, glaub nicht. Nö. Bleib mal kurz stehen und mach mal. Boah, lieber nicht. Passiert nichts. Nein, ich möchte nicht. Das ist für eine Information für Global Dingens. Okay, Steuerung G. Wenn du Season spielst, wäre die Information Steuerung S für Season. Also bei mir passt. Das ist für Global Company. Ach so, ich habe das gar nicht installiert. Nee, mach. Hab ich gerade. Ist nichts passiert. Ja, hab ich gerade. Ist nichts passiert. Ah, nee, dann hast du es nicht. Okay, alles klar. Gut. Weil da gibt es nämlich eine Option. Da kannst du die setzt du einfach nur den Haken und da kannst du die Gebäude hinstellen. Egal, ob da schon ein Baum steht oder nicht, zum Beispiel. Ah, okay. Das ist immer das Problem, wenn du ein Gebäude setzen willst, hast du ja, es geht da nicht, dann geht's da nicht, dann da, weil es da ein bisschen schief ist und so weiter. Und das kannst du über Steuerung G, kannst du den Haken setzen, überall platzierbar. Und dann kannst du das Gebäude hinsetzen, wohin du willst. Ja, das ist dieser No-Collision-Dings da. Nee. Nicht? Zu Global Company gehört das. Okay, dann haben die das wahrscheinlich damit eingebaut. Das gibt's auch als Einzelmod. Das hatte ich mal in Felsbrunn installiert. Mhm. Weil ich da auch immer das Problem hatte, dass der dann sagt, da ist ein Objekt im Weg. Ja. Ja, das ist natürlich gut auf jeden Fall. Aber ich meine, du kannst das ja da weiterspielen. Du kannst ja nicht das kurz die Basic Global Company mal runterladen. Ja, das könnte ich machen. Das, weißt du? Und die beeinflussen keinerlei deiner Spielstände. Du ja. Hast nur halt dann, wenn du Steuerung G drückst, hast du dann die Übersicht über deine Farm, über die Kühe, die Produktivität und. Dafür ist diese Kombi gedacht. Gut. Also alles, was du quasi mit Global Company baust, wird dann da gelistet. Habe ich denn auch irgendwelche... Also wenn ich jetzt einfach nur Global Company installiere, kann ich da dann auch im Game irgendwas noch zusätzlich machen, was vorher nicht ging? Also irgendwas Tolles? Ja, gut, das kann passieren, wenn zum Beispiel deine Map schon Gebäude drauf hat, die von Global Company unterstützt werden, dann hast du da die Anzeige über diese Gebäude, ja? Okay, verstehe. Weil es gibt Maps, zum Beispiel, die funktionieren gar nicht, also da funktioniert die Produktion, die sich da drauf befindet, gar nicht ohne die Basic Global Company. Ja. Zum Beispiel Hof Bergmann. Also Hof Bergmann Hof Bergmann hat, glaube ich, nichts mit Global Company.
Aber es gibt andere, zum Beispiel, ich glaube hier die No Man's Land, die unterstützen Global Combine. Ja, No Man's Land kenne ich auch vom Namen. Ist das nicht sogar Niemands Land nur in Englisch? Ja, oder? Okay. Richtig, genau. Und die unterstützt, weil die hat ja hauseigen keinerlei Gebäude da stehen. Und damit der Kunde quasi darauf bauen kann, haben die es so eingestellt, dass halt alle Gebäudeproduktion Global Company und aus dem Shop da, wie auch immer, damit dann da drauf und nutzbar sind. Ja. Und mit Steuerung G kannst du halt dann da nachgucken, was die einzelnen Gebäude machen, wie die Rohstoffe sind und. Ja, nice, würde ich mal so sagen. Genau, oh, was schreibt der Simo Farmer noch Schönes? Neinhof Bergmann hat eigene Produktion und die sind unabhängig. Ja, okay. Hat er ja dann gerade nochmal korrigiert, der gute Danny. Ja, du kannst aber trotzdem Global-Gebäude draufsetzen. Ich habe auch Global-Gebäude drauf. Zum Beispiel meine Silos. Die werden von Global Company unterstützt. Für Futtermischung zum Beispiel. Oder mein Silo. Das funktioniert da auch. Wow, klingt stabil. Hi Pharmatown, grüß dich. Wie geht's? Wie war dein Tag? Boah, ich muss mir mal irgendwann anschauen. Ich gibt auch immer mal jemand, der fragt hier nach Global Company und so. Na, habe ich mich halt wie mit vielen anderen Mods und so noch nicht mit beschäftigt. Aber ich glaube euch das natürlich, dass das toll ist. Genauso wie Seasons natürlich toll ist, wenn man auf sowas steht. Gar keine Frage. Stell dir mal vor, du hast ja diese, nimmst die die Lamborghini-Produktion, ne? Stellst du die gleich am Anfang irgendwo hin, bist doch in Geld nöten, brauchst nur Diesel kaufen, füllst den Diesel in die Produktion rein, da kommen Lamborghinis raus und einer bringt dich 130.000. Das weißt du, wie schnell du im Plus bist. Glaube ich dir, ja. Pharmatown, kein Problem, ich weiß, das geht vielen so, ich merke das schon. Ich würde ja auch gerne mittags und abends streamen, wenn alle zu Hause sind, aber tja, wie es das Schicksal so will, geht halt nur morgens. Besser als nichts, ab und zu schaut ja trotzdem mal einer von euch vorbei. Also danke für die Info und kein Problem. Es gibt ja auch noch das Wochenende, nicht wahr? Okay, ja, also umso mehr Mods, Simo Farmer, umso mehr Probleme. Kann, also ja, klar. Ne, umso komplexer etwas, umso mehr Möglichkeiten für Fehler gibt es auch oder Konflikte. Ja, ja. Also ich habe noch keinen Konflikt gehabt. Ich weiß nicht, was er meint. Es gibt natürlich immer wieder Mods, die haben und nicht nur mit Global Company zu tun, die Fehler haben. Ne? Also vielleicht ist deine Festplatte einfach nur voll und deswegen gibt es Probleme. Vielleicht solltest du mal danach gucken. Ja, aber ich meine, das ist ja schon bekannt, dass Mods auch Sachen verschlechtern können. Je nachdem, was für Mod das ist. Also jetzt allgemein, nicht nur im Farming Simulator, aber natürlich auch da. Oder dass die Performance gedrückt wird und so. Klar, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, wenn man es halt wahrscheinlich nicht übertreibt mit den Mods. Ich würde es nur nicht verurteilen. Und jeder Mod da tickt halt anders, ne? Aber dass zu sagen, dass alle Mods scheiße und blöd sind und die von Global Company, das alles unter einen Teppich zu kehren, nur weil du einen Blöden erwischt hast, das ist der falscheste Ansatz ever. Nee, ich glaube, von den Mods, ne? Ich glaube, so drastisch hat er das jetzt auch gar nicht ausgedrückt. Naja. Ich glaube, er wollte mich nur vorwarnen, dass es eventuell zu Problemen kommen könnte. Ja, das kann auch bei ETS sein. Die klar. Sind aus dem Workshop, die sind auch nicht perfekt. Eben. Ja, für Singleplayer. Oder ATS. Gibt's ja auch Mods. Ich werde einfach irgendwann mal alles probieren. Seasons, Global Company und was es noch so gibt. Also mussten meine SSD genug Platz haben. Leider ist das so, dass die Produktion von Global Company einfach nur lieblos hingeklatscht wurde und häufig Luas und Eros auswerfen. Na gut. Ja, Pharmatown, ich habe. Welcher Produktion redet ihr denn? Ich habe ein neues Feld gekauft. Ich glaube gestern schon und heute. Ich habe gestern noch ein bisschen Gras gemäht und jetzt bringe ich das hier ein bisschen auf Vordermann.
Ja. Was willst du denn an einer Wine Factory, wo du Mist und Wasser reintust, großartig an Action erwarten? Was soll das Ding denn dann, als Beispiel jetzt mal, ne? Was soll das Ding denn großartig machen? Rauchen, dampfen, qualmen, brennen oder was? Ja, keine Ahnung. Ja. Also ich verstehe das schon, dass es, wenn man viele komplexe Sachen hat, Probleme geben kann. Ich kann mir das schon vorstellen, aber ich denke mal, wenn ich jetzt halt... Ich verstehe die Lieblosigkeit, die er meint. Verstehe ich voll und ganz. Ja, nur an der Fabrik, die Jen Daniels produziert, da muss nichts qualmen, brauchen, pfeifen, sonst irgendwas. Verstehst du? So, so. Ja. Vielleicht sitzt, deine Ansprüche sind vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, mit dem Lieblos. Ich verstehe es aber schon. Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Paletten raus und fertig, ne? Ja. Was willst du da großartig animiert machen oder so, ne? Das geht ja auch alles auf die Leistung des Rechners, das darf man ja auch nicht vergessen. Auf jeden Fall, ich schaue es mir irgendwann mal an und dann kann ich bestimmt mehr zu sagen. Ist auf jeden Fall noch einiges zu erforschen hier. Und ja, Simo, Farmer, keine Sorge. Ich verstehe dich schon. Verstehe ihn auch, alles gut. Ja. Zum Beispiel lustigerweise so ein Ropa 2, so ein... Wurzelernter, ne, ist das ja? Das, ja, das, ist das nicht sogar ein Rope? Ist das nicht ein Rope. Ja, ist es nicht auch ein Roder? Es gibt auch ein Roder von denen. Also so Kartoffelernte. Ja, ob man das jetzt. Ein Roder ist eigentlich technisch gesehen eher der Bäume fällt. Okay. Äste weg, man. Das ist für mich der Roder. Das andere ist ein Ernter, weil er vom Feld holt. Ja, gut. Ja, du, ja, also meinst, du diesen, die Definition, meinst du diesen. Meinst du diesen Keiler 2? Ja, auch zum Beispiel, oder Panther. Panther gibt es auch. Ja. Es gibt Ropa und es gibt hier von dem die andere rote Marke da. Und da habe ich auch einen, der macht Multifrucht, der hat dann halt für jedes Ding vorne seinen Aufwassersatz für Möhren, Zwiebeln, Schießmischton, ne? Und da ist eben auch, das Ding fährt nicht hundertprozentig wie im Abbild, ne? Und da gleitet auch in der Kurve ab und zu mal das Kennzeichen hinten aus dem Auto raus, ne? Das finde ich halt schon mega lustig, aber das Ding macht seinen Job. Na? Ja. So muss es sein. und nicht alle Mods. Ist wirklich Kornhub, kann man wirklich guten Gewissens sagen, der testet ja jedes Mod irgendwie mit dem Video auch. Nicht nur nachlesen, was er schon sagte, sondern du kannst dir ja zu jedem Mod das Video angucken. Ja. Ob die Texturen stimmen oder nicht und so weiter. Dann kannst du immer noch für dich selber entscheiden, gefällt dir der Traktor oder nicht. Ne? Ja. Und manche, da sagt er halt, die sind zwar so schön, funktionieren auch, aber da ist da ein Schild unscharf und nicht. Aber wenn man mal im Real Life guckt, sind die Geräte auch nicht alle hundertprozentig scharf. Ne, das Rost, da ist Dreck drauf und alles. Ne? Also das, sowas ist dann schon sehr, sehr meckern auf hohem Niveau. Ne? Wenn man, nur weil da ein Schriftzug nicht ganz 100% Apul HD ist oder wie auch immer. Ne? Ja, klar, ich sehe es auch nicht so eng, aber... Ist natürlich schon schön, wenn die Mods schön aussehen. Dreckig werden dürfen sie natürlich gerne und wäre auch cool, wenn sie mal Rost und sowas einführen. Ich hatte es auch mal vor ein paar Monaten im Multiplayer sogar drauf gekommen, wenn auch irgendwann mal Reifen mit der Zeit Luft verlieren, dass man da auch mal Luft nachfüllen muss und so. Das wäre auch mal ganz cool. Luft direkt jetzt so nicht, klar, wäre natürlich ein gutes Gimmick. Alternativ könnte ich aber anbieten, es gibt zum Beispiel Real Mod, also Real Schlamm. Zweier Version, einmal generell Real Schlamm, den kann man auch ausbringen auf irgendwo auf einer Strecke und dann nass machen. Oder bei, wenn es bei dir dann regnet im Spiel, dann werden deine Felder halt matschig und bleibst du unter Umständen stecken. Das klingt auch ganz cool. Dann gibt es die zweite Variante, die heißt, ist derselbe Macher, der heißt auch Real Mod, also Real Matsch quasi, ne? Real Dreck. Aber in Farbe. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit einem Rasenmäher über ein Rasenfäß mäst, aber werden die Räder irgendwann dann grün und wenn er auf Asphalt wechselt, werden sie wieder sauber. Wenn er Matsch kommt, werden sie braun. Auch gut. Das ja, ist ein optische Gimmicks, ne? Und so kommt man dann halt auf 400 Mods, wenn man das Ganze zusammenzählt. Ja, ja, natürlich. Glaube ich. Weißt du, das sind alles nur ganz kleine Sachen. Die größte, wenn man mal das sortiert, das größte ist im Moment tatsächlich wirklich die Bergmann mit 1,3 Gigabyte. Ja. Tatsächlich im Moment von meinen Mods jetzt, ne? Das kann ich mir vorstellen, da kommt schon mit Sicherheit schnell was zusammen. So,
Ich muss aber leider zum Ende kommen, auch wenn es hier lustig ist und langsam auch mehr Leute im Chat auftauen. Aber was soll ich sagen, die Zeit läuft. Aber nicht traurig sein, Samstag und Sonntag wird hart durchgestreamt oder sagen wir mal sehr viel gestreamt. Boah, Danny, du wirst ja jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen selber zocken, nehme ich mal an. Oh, ja. Dann hat mich das sehr gefreut, hier mit dir heute mal schön zu quatschen. Gestern ja auch schon, aber heute mal so Voice to Voice, nice. Und da sehen wir uns bestimmt auch noch am Wochenende und vielleicht klappt es ja auch mal, wie gesagt, ja, vielleicht schaust du ja mal Sonntag spontan bei uns im Landwirtschaftssimulator rein. Und vielleicht, aber jetzt wirklich zum letzten Mal, dass ich das erwähne, ja. SnowRunner. So, gut. Dann, die Tendenz liegt eher bei LS. Ich habe schon gemerkt, ja, ich lasse ich das jetzt mal. Es gibt ja noch andere Leute, die SnowRunner spielen, ist ja nicht so schlimm. Okay, dann Simo Farmer, auch dir danke, ne, für deine Expertise über Seasons und Global Company und dem Farmer Town auch noch einen schönen Tag. Allen random Zuschauer, wie immer, wünsche euch natürlich auch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns Samstag, Sonntag. Genießt das Wetter. Schönen Start ins Wochenende. Ciao und auf Wiedersehen. Vor der Tür gestoppt.